Ja, ich bin ein hoffnungsloser Romantiker. Und so habe ich als Kind schon meine Nase in alle möglichen Sachen reingesteckt und habe einen Eindruck bekommen. Egal, wo du bist, immer ein bisschen problematisch bist, dann machst du was richtig als Journalist. Alles, was wir nicht wissen, ist halt lächerlich. Das ist arrogant, das brauchen wir nicht. So, das ist meine Ansage. Aber Russland hat die ganze Zeit immer nur gesagt, okay, sie können. Und dann, die haben nur gesagt, also es gab keinen Einfluss. War nicht wie ZDF. Für mich, ich sage mir, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten würde ich da ansehen, nicht in den USA. Bei einem der Anrufe, die er gekriegt hat, wurde gesagt, dass das für ihn physische Konsequenzen haben wird, wenn er diese Politik weiter betreibt. Er ruft mich an und sagt, Schwesterherz, ich habe einen blauen Zettel bekommen. Ich soll mit einer Waffe gegen dich und meine Verwandte in Donetsk gehen. Herzlich willkommen zum frechen Podcast auf Augenhöhe. Ein Podcast, in dem die Gesprächspartner sich gegenseitig 5 freche Fragen stellen, aber nicht ausschließlich. Natürlich sprechen wir über die aktuellen politischen und sozialen Ereignisse auf der ganzen Welt und in Deutschland und begeben uns sogar auf eine persönliche Ebene. Jegliche Emotionen, Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen sind nicht nur erlaubt, sondern explizit erwünscht. Die Regel Nummer 1 des Podcasts lautet: Redet immer und überall von dem Podcast From Masha with Love. Die Regel Nummer 2 lautet, ja, wie lautet die Regel Nummer 2? Teilt die Inhalte und Videos From Masha with Love mit euren Freunden und Feinden. Und die Regel Nummer 3 lautet, auch in den Kommentaren wird hier ausschließlich auf Augenhöhe gesprochen. Niemand ist schlechter oder besser, keiner kann alles wissen und jeder hat seine Schwächen und Stärken. Und welche Schwächen und Stärken mein heutiger Gast hat, das finden wir heute mit euch gemeinsam in diesem Podcast hoffentlich heraus. Mein heutiger Gast ist einer der besten investigativen Journalisten, wie ich finde, weltweit. Während seiner langjährigen Karriere bei den deutschen Öffentlich-Rechtlichen gelang es ihm nicht nur, hochrangige US-Beamte dazu zu bringen, aus dem Nähkästchen zu plaudern, sondern auch die verfälschte Narrative in den Medien bloßzustellen. Er beschäftigt sich mit den Geheimdiensten, politisch motivierten Morden, UFOs und mit dem Klimawandel. Vor kurzem führte er ein Briefing bei UN zur Sprengung der Nord Stream Pipelines durch. Er gründete eine global operierende Plattform für Journalisten namens Origin News, während er an mehreren Büchern arbeitet und regelmäßig Sendungen bei Wikihausen und Exo Magazin mitmoderiert. Hinter seinem Rücken nenne ich ihn wandernde Enzyklopädie. Herzlich willkommen, Dirk Pollmann. Ja, ich bin jetzt bleich und rot, ja. Danke für die sehr freundliche Einführung. Aber ich bin ja dafür, weil wir über Stärken und Schwächen reden wollten. Wir kommen jetzt wahrscheinlich zu den Schwächen dann. Frag meine Frau, der fallen ein paar ein, ja. Ja, ich find, du bist so tatsächlich ein Mensch, der, ich glaube, du hast wirklich eine beachtliche Vita, aber wenn man dir so begegnet, dann merkt, also du von deiner Art her bist so dermaßen schüchtern und zurückhaltend, finde ich. Es ist auch sympathisch. Ich glaube auch, ich habe das so in meinem Leben auch festgestellt öfters, dass eigentlich nur so richtig arrogante Leute, das sind meistens Leute, die ja nicht wirklich was gerissen haben oder zumindest nicht wirklich mit sich selbst so zufrieden sind. Also ich denke mal, dass du im Großen und Ganzen einfach nur das machst, was du sehr gerne magst und deswegen strahlst du das auch aus. Dirk, ich beginne meinen Podcast immer damit, dass ich jetzt die Bauchbinde mit meinem Gast zusammengestalte. Für die Zuschauer, die Bauchbinden, die sind diese Namen, die in der Regel am unteren Teil des Bildschirms eingeblendet werden mit dem Namen des Experten oder Gesprächspartners und samt seine Bezeichnung. Und ich habe jetzt ein paar Bezeichnungen natürlich für dich, Bauchbinden, selber vorbereitet und natürlich gebe ich dir auch die Möglichkeit, auch ein paar deine eigenen Bauchbinden mitzugestalten. Also einmal habe ich Dirk Pollmann, investigativer Journalist, Filmemacher,
produzierte über 20 Dokumentationen für die öffentlich-rechtlichen, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Co-Moderator Das dritte Jahrtausend, Co-Moderator Wicke Hausen, Gründer von Origin News. Und jetzt kommen wir zu den trendigen Sachen. Du kennst doch bestimmt diesen Trend, wo du dich als irgendwas identifizieren kannst. So schreibe ich zum Beispiel in meiner Bauchbinde, Maria Janssen identifiziert sich als der Inhaber von Schloss Nymphenburg. Wie kommt das denn bitte? Ja, Schloss Nymphenburg gefällt mir einfach und ich dachte mir, so ein toller Trend. Ich möchte den auch nicht ablehnen. Wenn Männer sich als Frauen identifizieren wollen, dann darf ich doch auch mich als irgendwas identifizieren. Ich will da mitmachen. Ich finde, die bayerische Regierung, ich stelle meinen Anspruch hiermit auf das Schloss Nymphenburg. als was identifizierst du dich? Was darf ich in deine Bauchbinde schreiben? Dirk Pollmann identifiziert sich als? Wenn wir sozusagen da sind, seit meiner Kindheit, wo ich oft in Südamerika war, hätte ich gern ein großes Stück vom Chaco, also von dem Urwald zwischen Brasilien, Argentinien und Paraguay. Da bin ich als Kind rumgestolpert. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt aussieht, wahrscheinlich. Und das war mein großer Traum immer, dass ich mir da wirklich ein Stück Urwald, was einfach Urwald bleibt. Ich wollte da nichts machen, außer einem Haus auf Pfählen. Da bauen die Leute die ein Haus auf Pfählen. Wir hatten da mit meinen Eltern hatte ich da einen deutschstämmigen Besuch, der in 30er Jahren dahin ausgewandert war. Wow! Und der hatte eine Anaconda unter dem Haus, die ihm die Ratten weggefressen hat. Die war sozusagen, gehörte zum Haus als Haustier. Oha. Das hört sich aber gefährlich an. Nein, ist es, war es nicht. Die Sachen sind im Urwald, sind ja die wirklich gefährlichen Sachen, sind eher, also abgesehen von Schlangen. Die Menschen sind die gefährlichsten Sachen im Urwald. Insekten ist eher das Problem. Aber also das Stück Inhaber eines 10 Hektar Chaco-Gebiets wäre ich sofort dabei. Ja. Okay, so schreibe ich das auch rein. Das ist gut. Und ich hätte gern ein Stück von Island, können wir jetzt auch noch, ja? Ich hätte gern. Okay. ich mache jetzt Island. So eine Landkarte, bereits eroberte Gebiete, noch zu erobernde Gebiete, also so ein Flecken. Aber nicht Inhaberin. Du bist schon der Inhaber sein. Nein. Auf der Fraktion bin ich nicht unterwegs. Das ist nicht meine Heimat, ja. Ich hatte nie vor, im Tütü rumzulaufen, ja. Gut. Kommt vielleicht noch. Dirk, was wäre dein Motto? Hast du überhaupt ein Motto? Was wäre das? Ich habe gerade vor kurzem hab ich gesagt, mich hat damals, ihr kennt ja von Sokrates wahrscheinlich dieses Zitat, wo gesagt wird, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja? Genau. Und wie das in Wirklichkeit heißt, das Zitat ist, ich weiß, dass ich nichts weiß und dadurch bin ich um ein weniges wissender als die Leute, die zu glauben, etwas zu wissen. Die Haltung, die dahinter steht, ist eine von ständiger Skepsis, sich selbst gegenüber, allem anderen gegenüber und der immerwährenden Bereitschaft, das zu korrigieren. Das heißt nicht, dass man wirklich glaubt, dass man gar nichts weiß, sondern man versucht, möglichst viel zu wissen, aber bleibt in dem Modus, dass man sagt, ich könnte da drunter schreiben, ich rede mit allen. Das wäre ein gutes Motto. Als Journalist muss ich mit allen Leuten reden. Also diese Variante, die jetzt eingezogen wird, dass man sich nicht mit dem und dem zeigen darf oder sprechen darf, ist gegengesetzt dem, was ein Journalist tun muss. Ich muss nicht allen glauben, aber ich muss mit allen reden, weil es immer sein könnte, aus dieser Attitüde, dass ich weiß, dass ich nichts weiß, dass ich etwas erfahre, was korrigiert, vielleicht sogar über den Haufen schmeißt Sachen. Ja? Kommt immer wieder vor. Meine erste Frage an dich, würdest du ein bisschen über dich erzählen, so dein Werdegang, wie bist du jetzt letztendlich der Dirk Pollmann geworden, den wir kennen? Wie bist du aufgewachsen, wo kommst du her eigentlich? So, was ist dein Hintergrund so? Das erste ist mal, ich komme eigentlich aus Hamburg, was mich tatsächlich geprägt hat. Da habe ich zwar nur bis zum 6. Lebensjahr gelebt, aber die ersten 6 Jahre, dazwischen war noch ein Jahr Chile oder 2 Jahre Chile, wo meine Eltern nach Südamerika, die waren in den 1950, also 51, ich weiß es gar nicht genau, also
während des Koreakriegs sind meine Eltern nach Kolumbien ausgewandert. Mein Vater war arbeitslos und da gab es nichts, war dann mit meiner Mutter zusammen. Er ist vorweg quasi so als Pfadfinder, hat geguckt und hat dann... Aber Sie sind nach Chile ausgewandert? Nach Kolumbien erst. Nach Kolumbien, okay. Kolumbien, er hat mit dem Schiff, er hat ein Dictionary mitgehabt und hat Spanisch nach dem Dictionary die Worte einfach gelernt und kam dann an, konnte kein Spanisch und hat dann jede Menge so Tellerwäscherjobs gemacht erstmal und hat dann meine Mutter hinterher geholt. Und die waren in Barranquilla gelebt, das ist Karibikküste. Also Kolumbien hat sehr unterschiedliche Landschaften. Später waren sie in Bogotá, das ist dann 3000 Meter hoch, das ist ganz anders. Da muss man, wenn man im Hochhaus 3 Treppen hochgeht, ist das schon heftig. Barranquilla ist wie Bahamas oder wie Kuba. Also das ist ein karibisches Klima, viele Schwarze an der Küste. Und meine Mutter hatte mir erzählt, aber ich will jetzt nicht da, wie sie es ankam und sie war in so einem untergebrachten, so einer sozusagen billigen Unterkunft und konnte nachts immer gucken, wie die Ratten oben auf der Mauer vom Haus entlang liefen. Das war das Dach draufgesetzt auf die Mauer und sie dachte immer, hoffentlich kommen die nicht runter, weil die waren groß. Ja. Also das waren so, die haben da ein ziemlich abenteuerliches Leben gehabt. Mein Vater war im Krieg Fluglehrer. Und hat dann nach einer Zeit, wo er sich sozusagen einarbeiten musste, hat er in Spanisch die Pilotenprüfung gemacht und wurde dann Taxiflieger im Urwald. Ja? Wirklich alles gemacht, ne? Ja, der hat alles gemacht. Und so, und das war dann eben deswegen, ich kenne auch meine ersten Kindheitserinnerungen sind, wir waren dann in Chile, da war ich schon älter. Das war, bevor ich geboren wurde. Und dann ist mein Vater ist dann erst bei der, also erst Taxiflieger, Aerotaxi hieß das ganz einfach. Dann war er bei der Avianca, bei der kolumbianischen Fluggesellschaft. Und dann, als die Lufthansa wieder aufmachte, ging er zur Lufthansa. Und in der Eigenschaft als Lufthansa-Pilot hat er sich zurück nach Südamerika versetzen lassen, nach Chile. Da haben wir dann eine Zeit gelebt. Chile ist sehr... Und da warst du so 6, also ein kleines Kind warst du. Klein. Das sind meine ersten Erinnerungen, deswegen wollte ich sagen. Mein Vater ist immer mit Freunden, gab es Ausflüge im Wortsinn mit so kleinen Avionettas, also kleinen Flugzeugen, einmotorigen Propellermaschinen. Chile ist ja so einmal Nord-Süd, ja, sind wir nach Süden geflogen. Und das sind die ersten Erinnerungen, die ich habe. Diese Sachen im Flugzeug, mussten wir auf einer Straße landen, weil ein Erdbeben war. Und das ist tatsächlich das erste Bild, was ich im Kopf habe. Das war die Landschaft, das war grün, ein saftiges Grün, die Wiese. Und dann war das verschoben. Da war sozusagen, hier war rot, das war die rote Erde, die da war. Und dann war einmal grün, Absatz rot. Rot und dann wieder grün. Und wir standen da und ich hatte so einen Pullover aus Lama-Wolle, den die Indianer im Süden, die Mapuche, gestrickt hatten und verkauft haben. Der roch sehr nach Lama. Ich mochte das sehr. Ich habe diesen Geruch noch in der Nase. Ja, das ist ja, Gerüche bleiben ja an den Sachen. Und stehe da als Kind, als 3- oder 4-Jähriger, ich weiß es nicht mehr genau, wie alt ich war, und gucke und kann das nicht glauben, wie diese Landschaft verschoben ist. Das ist das Erste, was bei mir im Kopf ist. Neben diesem kleinen Flugzeug, das da auf der Schotterstraße waren wir gelandet, weil die Flughäfen, die Flugplätze, es waren keine Flughäfen, waren kaputt. Die waren auch, musste gucken, wo man runterkommen konnte. Das ist so meine erste Erinnerung. Da ich habe Fliegerei hat mich immer interessiert. Ich habe dann ja später, als ich studiert habe, dann waren wir in Hamburg, dann wurde die Lufthansa. Dann seid ihr zurück wieder. Das war, ich bin geboren 59 und wir waren, glaube ich, 61 bis 63 in Chile. Und dann sind sie zurück. Dann waren wir in Hamburg, haben wir eine Zeit lang bei meinem Großvater gelebt. Der hatte sein Haus selber gebaut. Das war damals so in Hamburg. Es war alles selbst gebaut. Das hat mich total. Ich habe dieses Grundstück geliebt. Das kam mir natürlich als Kind 500 Kilometer groß vor. Etwa so, wie ich den Chaco jetzt gerne hätte. War auch so. Brombeerbüsche, es war sehr wild. Obwohl es Hamburg war, war am Stadtrand. Also sozusagen außerhalb, in der Nähe vom Flughafen. Ich bin dann auch immer hin und habe die Flugzeuge angeguckt. Das war daneben, ja. Die konnte man, das waren damals. Also das ist sozusagen, ich hatte viel damit zu tun. Dann nach Frankfurt aber Hamburg hat mich geprägt. Also auch die, weil die ganze Familie kam von da und es gibt so eine, ich mag dieses Norddeutsche extrem gern. Die eine Hälfte von meiner Familie kam aus Mecklenburg. Mein Großvater war der Schlaueste in der Schule und
sollte Lehrer werden, aber das waren noch Strukturen, das war sein Großvater, der Großvater von meinem Vater konnte noch von der Leibeigenschaft erzählen. Mecklenburg war ja das letzte Stück Deutschland, was aus der Leibeigenschaft entlassen wurde. Also mein Vater hat noch von dem erzählt bekommen, wie das war mit der Leibeigenschaft. Und mein Großvater war in einer ähnlichen Struktur, der hätte Knecht werden können. Das wäre sein Berufsweg gewesen auf dem Land. Ach so, er war Leibeigener. Er war nicht mehr, nein, da gab es keine Leibeigenschaft mehr. Aber im Endeffekt, de facto, wäre es ähnlich gewesen. Er hätte sozusagen, seine Karriere hätte darin bestanden, auf dem Gut des Barons zu arbeiten, und das wäre es gewesen. Ja? Und er wollte das nicht, und er ist dann abgehauen nach Hamburg. So kommt meine Familie, die von meiner Mutter waren immer da, die waren Hafenarbeiter, die von meinem Vater waren, das waren Leute vom, also entweder sozusagen Handwerker gab es darunter, beziehungsweise hauptsächlich Leute, eben Knechte. Aber niemand aus Südamerika, also wieso sind sie dann nach, also, so wie ich das verstanden habe, dein Papa und deine Mama sind beide deutsch. Aber haben sie dann gesagt, ja, Südamerika, Lateinamerika finden wir toll? Das war, so. Der hatte das gelesen, er hatte in der Zeitung, hat er gelesen, da hat eine Firma, hat Leute gesucht, die bereit wären, in Kolumbien dort zu arbeiten, mit aufzubauen. Und dann hat er sich dort gemeldet, über diese Firma ist er hingekommen und hat dann dort eine Zeit gearbeitet. Aber dann ging diese Arbeitsstelle, wurde aufgelöst, und er ist dann da geblieben. Also meine Eltern waren beide sehr, also die sind, wie soll ich das reisefreudig sagen? Reisefreudig. Ja, die haben einfach, haben Sachen gemacht, ja. Das war, für den war das, auch wenn man, das ist so ein, ich glaube, ein Effekt von Hamburg. Wenn man in einer Hafenstadt lebt, hat man einen anderen Blick auf die Welt, weil da kommen ja immer Leute rein. Meine Mutter hat mir erzählt von Jazzmusik im Hafen, die ganzen Schwarzen, die da kamen, ja. Also das war, das ist, man weiß, die Welt ist größer, ja. Mhm. Und sie hat dann, war untergebracht im Krieg mit einer Freundin zusammen bei einem ehemaligen Kapitän von einem Segelschiff. Mhm. Ja, also das war, die Attitüde war, man weiß, die Welt ist größer, es gibt anderswo Hafenstädte, und wenn es hier nicht geht, warum geht man da nicht weg? Er ist ja auch, wir sind ja mit dem Schiff dann beide, mit dem Bananendampfer nach Kolumbien, ne? Du bist also in einer weltoffenen Familie, also du kommst aus einer weltoffenen Familie, so kann man das sagen, und wurdest auch weltoffen erzogen, wenn du jetzt schon als Kleinkind auf einem anderen Kontinent warst. Was hattest du da auch so Freunde, andere Kinder, mit denen du, sag jetzt mal, gespielt hast, abgehangen bist? Ja, es gab, aber das waren größtenteils Leute aus der, sag ich mal, ein paar von denen weiß ich noch oder kenne ich noch, ja, aber das waren größtenteils Deutsche. Also das heißt, das ist so eine deutsche Community, und meine Eltern haben zum Beispiel, das ist vielleicht auch noch interessant, als sie in Kolumbien waren, die hatten ja alles andere außer Geld, ja, und die haben dann in so einer WG gelebt. Also mein Vater hat mir immer gesagt, nichts Neues, ja. Glaub gar nicht, dass das irgendwie. Wir haben in der Wohngemeinschaft gelebt. Das waren drei Deutsche, die jeweils dann mit ihren Frauen, eine war eine Kolumbianerin, also das war so, und die haben da richtig in der Wohngemeinschaft gelebt und haben, das waren auch drei ziemlich skurrile Typen. Der eine ist dann Juwelier geworden, der andere war, der hat Edelsteine gehandelt, Smaragde, die Leute im Urwald gesucht haben. Also das war immer sozusagen, war alles außer normal, ja, so kann man sagen. Und es waren interessante Leute, und das war, also das kann ich sagen, also so bin ich aufgewachsen. Auch ich bin ja als Kind schon mit meinem Vater oft mit. Also ich habe von Hongkong über Alaska, ich bin sozusagen immer, wenn es irgendwie interessant war, ich durfte auch mit, dann bin ich eine Zeit lang, die Flüge sind ja nie lang gewesen, ist maximal 3 Wochen damals, heute viel kürzer. Aber zum Beispiel Hongkong, das waren so Sachen, wo man eine Weile unterwegs war, oder auch Alaska, das ging über Tokio. Ja. Und so habe ich als Kind schon meine Nase in alle möglichen Sachen reingesteckt und habe einen Eindruck bekommen von, und das ist auch geblieben. Also so, ich denke, das ist das Gleiche wie bei Seefahrern. Das ist kein großer Unterschied. Wenn du das einmal geschnuppert hast, diese Sache, dann willst du auch weiter, willst weiter in die Welt kommen. Und aber wie bist du dann so politisch, politisch interessiert geworden? Was war für dich so der Trigger? Das war, ich war immer ein Großmaul, kann man sagen, als Jugendlicher, ein Kind. Ich war Klassensprecher, ich war stellvertretender Schulsprecher. Ich war immer derjenige, der sozusagen sich hingeschickt hat, das geht aber, das ist ungerecht oder sowas. Ja, da habe ich viel, ich habe mit dem Owe, habe ich da viel gemeinsam. Dann lernt man, dass einen die Leute vorschicken und sagen, geh mal hin und sag das mal, und wir stehen dann hinter dir, und dann stehst du da und sagst das und drehst dich um, und keiner ist mehr da.
Das kannten wir beide. Aber das war, ich habe also sozusagen, mein Gerechtigkeitsgefühl ist ein ganz starker Antrieb, immer gewesen. Ich kann meinen Mund einfach nicht halten. Ja. Und dann war das aber auch so, dass ich auch ziemlich mutig war immer, ja, also auf eine bestimmte Weise mutig, also gerade bei solchen Sachen mit Erwachsenen zu reden. Ist das auch der Grund, warum du Jura studiert hast? Nein, das war, das heißt, ich habe ja überlegt, in welche Richtung ich gehe. Ich hatte, nach dem Abi habe ich eine Zeit als Waldarbeiter gearbeitet. Das hat mich sehr, ich wollte ein Förster, war eine von den Sachen, die ich mir überlegt hatte. Ich bin wirklich, liebe die Natur, ja, und dann deswegen, das war ich da als Waldarbeiter unterwegs, hat mir einen Heidenspaß gemacht. Das ist auch als junger Mann, weißt du, mit überschießenden Kräften bist du da genau richtig, ja. Mhm. Also das war eine Sache. Und dann habe ich, hatte ich immer überlegt, ob ich in die Luftfahrtecke, also so wie mein Vater, weil das hat mich als Kind am meisten interessiert. Aber die Leute haben mir damals schon gesagt, du musst Journalist werden. Das war immer, und ich dachte, nee, ich will Flieger werden. Und dann war das aber, das war dann, irgendwann war die Entscheidung dazwischen fällig auch, ja. Also wie das werden soll. Und ich habe dann aber, als ich studiert habe, war das mein Hauptinteresse war, ich habe dann lange überlegt, und das war eigentlich, ich wollte Journalist. Und dann Publizistik habe ich dann studiert und hatte eine Fernsehshow gesehen mit Elisabeth Nölle-Neumann. Und das hat mir damals extrem interessiert, weil sie die These ja hatte von dieser Schweigespirale, die ich immer noch richtig, ich finde das richtig, sie ist nicht meine politische Ausrichtung, aber das... Erklär kurz, was ist das, diese Schweigespirale, was ist das für eine These? Naja, dass die Medien, also wir sind als Menschen darauf gepolt, wahrzunehmen, wie andere Leute, was andere Leute denken, und wir haben die Neigung, uns zu harmonisieren, also das heißt einzupassen. Es ist, wir haben als normative Sache im Westen haben wir, ich bin ganz eigenständig, bin eigenständiger Denker und ich lasse mich nicht von der Außenwelt beeinflussen. Ja, ich beeinflusse die Außenwelt. Das ist aber, kann man sich so schon sagen, so kann ja keine menschliche Gesellschaft funktionieren. Wenn du da eine Gruppe hast, die zusammen Mammuts jagen will und du hast 15 Leute, die alle sagen, ich weiß am besten, wie es geht, und du kommst nicht in eine Kooperation, dann wird diese Gruppe nicht lange überleben. Ja, also wir haben... Und daran hatte sie geforscht, die Nölle-Neumann, an diesen, wie das funktioniert. Und sie sagte, das basiert auf Isolationsfurcht. Man möchte nicht alleine etwas vertreten. Es gibt Menschen, die leben von dieser Negativenergie des Alleine etwas Vertretens, also immer von den anderen verachtet zu werden. Aber dieses Verachten oder dieses Ausschließen, dieses Isolieren ist die stärkste Methode, wie man Leute reinbringt in der Gemeinschaft. Die Eskimos zum Beispiel, also Inuit, Eskimos ist eine Beleidigung der nordamerikanischen Indianer für diese Leute, die an der Küste leben. Rohfleischfresser heißt das, ja. Also die Inuit haben, wenn jemand einen Mord begangen hat in ihrer Gruppe, haben sie mit dem einfach, haben ihn als Unperson, er ist nicht mehr wahrgenommen worden. Das hält kein Mensch auf Dauer aus. Die bringen sich dann um. Und das ist ein gutes Beispiel, wie stark diese Kraft ist. Man hält das nicht aus. Und das größte Glücksgefühl übrigens für Menschen ist sozusagen nicht die Sachen, die man jetzt erwarten würde. Ja, also zum Beispiel Sex ist ja so eine Geschichte, sondern das größte dauerhafte Glücksgefühl, also die höchste Ausstattung von Endorphinen, ist, sich als geschätztes Mitglied einer Gemeinschaft betrachten zu können. Das ist das menschliche Glück. Ja, dass so in der Ich glaube, dass dieser These nutzen auch unsere Medien, um unliebsame. Jetzt kommt der nächste Teil. Jetzt kommt, warum die sagte, Schweigespirale ist, genau. Deine natürliche Sache ist, du lebst in dieser Gemeinschaft und du redest mit Leuten und man versucht irgendwie gut miteinander klarzukommen. Wir sind als Menschen auf Kooperation ausgerichtet. Vergessen wir immer. Also unsere Wirtschaftsideologie mit Konkurrenz ist sozusagen, wird betont, dieser Kampf, und dann eben diese Idee ist ja in diese NS-Ideen, sage ich mal, von Sozialdarwinismus sind ja in der Wirtschaft übrig geblieben. Da, also, dass wir gegeneinander Konkurrenz und wer besiegt den anderen. Aber wir sind, erstmal können wir gar nicht existieren. Wir sind Mangelwesen. Wir können nur, Aristoteles heißt das Zoon Politikon, das sozusagen der gemeinschaftliche politische Wesen, Tier. Wir können nur in einer Gemeinschaft leben, deswegen sind wir eigentlich, das sind alles unentdeckte Möglichkeiten, glaube ich, in der Gesellschaft, wie sehr wir auf Kooperation und Verständnis und Empathie ausgelegt sind. Biologisch wird gar nicht genutzt, weil wir sozusagen so nach dem Motto, zwei Hirsche kämpfen, ja, und auch das stimmt ja übrigens nicht, das Weibchen
sucht sich aus, welcher Hirsch. Ja, das ist immer so ein anderes Thema. Also das ist, und jetzt, wie, jetzt kommen da rein die Medien. Unsere Realität wird hergestellt durch die Medien. Der Bereich, in dem wir selber Erfahrung haben, ist sehr gering. Das alles, was wir über die Welt wissen, ist durch die Medien vermittelt. Also, und das ist eine quasi, eine Wahrnehmung, als wenn das die Realität wäre. Wir vergessen es aber. Es ist stark vermittelt und deswegen kann man jetzt über die Medien diesen Druck, der in der Gemeinschaft existiert und sinnvoll ist, kann man über die Medien auch ausüben. Und das ist eine Sache, die in der Propaganda schon immer versucht wurde, aber sie hat es beschrieben und hat das mit vielen Experimenten, hat sie das dargelegt, wie stark diese Kraft ist und dass sie eben zu manipulativen Zwecken genutzt wird. Deswegen sage ich. Das heißt, Medien brauchen nur einen Unliebsamen, können sie damit zum Schweigen bringen, direkt sogar kollektiv, sage ich jetzt mal, eine ganze Gruppe von Menschen, wenn sie mit der Angst arbeiten, ihr seid dann die Freaks der Gesellschaft, ihr seid die Outcasts, ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Das funktioniert so dermaßen stark bei uns heute immer noch, weil das so eine instinktive Angst, die in uns drin ist. Und, das ist richtig. Die ist da. Die gehört zu uns. Deswegen sollte man sie beachten und sollte darauf achten, wie man damit umgeht. Und das ist eben vor allen Dingen die Wahrnehmung der Mehrheit. Wir sind sehr stark damit beschäftigt, wahrzunehmen, was die Mehrheitsmeinung ist. Dazu hat sie viele Experimente gemacht. Und ich bin immer noch der Meinung, wie gesagt, obwohl ich ihr vorwerfe, dass sie alles, was sie gemacht hat, nur immer für die CDU war, das war politisch geprägt, sind die Grundideen doch sehr klug und immer noch für mich Standard sozusagen auch, zum Betrachten. Also das heißt, was man dann machen kann, indem man falsche Mehrheiten darstellt. Ich sage jetzt mal das Beispiel, im Moment ist vielleicht Gaza-Krieg. Wenn du bei uns reinguckst, dann gibt es ja mittlerweile sogar, wie darüber geredet werden muss. Ich höre das immer morgens im Deutschlandfunk, dann heißt es, die Terrororganisation Hamas ist immer zusammen und der Verteidigungskrieg Israels in Gaza, immer sozusagen genannt. Das heißt, du kriegst ein bestimmtes Framing und wenn das, und man kann es sehen, das ist in Deutschland in den Umfragen übrigens von Allensbach, ihrem ehemaligen Institut, kann man sehen, dass die Einstellung, dass Israel sozusagen problematisch handelt oder zu harsch ist im Umgang. Diese Einstellungen sind alle zugunsten Israels, des israelischen Narrativs, verändert worden. Und das ist eine Sache bei uns der Medien. Wenn ich jetzt nach Südafrika gehe, die Südafrikaner haben einen vollkommen anderen Blick darauf. Die schwarzen Südafrikaner und auch die Weißen erinnern sich an die Apartheid. Sie sehen die Ähnlichkeit. Da gibt es auch mal eine schöne Überschrift. Ich glaube, das war in der New York Times. Niemand erzählt uns, was Apartheid ist. Also die Frage, ob man das vergleichen darf, ist bei uns absolutes No-No. In Südafrika absolutes Must. Ja, das muss. Also für die. Und daran sieht man, dass dieser Druck, während man bei uns der Druck geht auf die Leute, die israelische Politik kritisieren, die dann als antisemitisch bezeichnet werden, sind in Südafrika die Leute, die israelische Position vertreten, konstant unter Druck. Die kommen gar nicht raus aus dem Gedicht. Wir haben ja in Südafrika sogar, soweit ich weiß, israelische Botschaft schließen lassen, oder? Jetzt vor kurzem. Ja, ein gutes Beispiel, weil ich das aber das gesucht, das hast du dann gefunden. Ich habe es bei der Welt gefunden, aber das war ein großes Thema international, darauf wollte ich raus. Die Südafrikaner haben die israelische Botschaft geschlossen, was du dann bei uns gesehen hast, dann im Gegenzug haben die Israelis dasselbe gemacht, also sozusagen das war, aber wenn ich das jetzt betrachte, wenn ich es gut betrachten könnte, dann würde man sehen, dass für den Westen ist die Unterstützung Israels in diesem Massaker, was sie da anrichten, ja, in Gaza, ist in den Keller gegangen. Und das wird uns auf die Füße fallen, weil wir haben den falschen Eindruck, dass es moralisch richtig ist, diese Politik zu unterstützen, während der Rest der Welt sagt, schau dir diese Leute an. Ja, wenn du sagst, Demokratie, Menschenrechte, Demokratisierung, die Antwort ist Gaza. Das heißt, das funktioniert. Und das ist etwas, das ist eine dieser die falsche Wahrnehmung dessen, was eine akzeptable, mehrheitsfähige Meinung ist, ist bei uns in diese Richtung verschoben. Aber wenn ich jetzt in den globalen Süden gehe, also in die afrikanischen Länder und auch also zum Beispiel China, das sehen wir ja, du sitzt in Russland, du weißt, wie es geht. Das heißt, Russland und China rücken zusammen und die Grenze ist jetzt Richtung Westeuropa. Das ist seit dem Ukraine-Krieg auf jeden Fall der Fall. Und diese ganzen Entwicklungen,
darüber zu reden. Ich habe gerade das Interview von Harald Kujat gelesen, in Zeitgeschehen im Fokus heißt diese kleines Magazin. Ein hervorragendes Interview. Und du siehst, dass Harald Kujat zum Beispiel zum Thema Ukraine-Krieg absolut einfach vernünftige Sachen. Und dabei muss man sagen, Harald Kujat ist ja der oberste Mann gewesen für die NATO in Deutschland. Also das ist ja, der war auch im Ukraine, der kennt das alles aus direkter Linie, genauso wie Jacques Beau. Das heißt, diese Leute mit, der ist ein, der ist nicht umsonst in diese Position gekommen. Das ist wirklich ein der Mann hat mit. Aber wie? Und der ist jetzt gar nicht so, der ist gar nicht, der ist jetzt nicht von der linken Seite, das ist sozusagen Mitte. Aber er hat in dem Interview hat auch gesagt, dass unsere Politik unglaublich unfähig ist. Weil die all das, was man in 30, 40 Jahren, 50 Jahren aufgebaut hat, sozusagen mit dem Arsch eingerissen hat, innerhalb von anderthalb Jahren, ja. Also was man mit den Händen aufgebaut hat, das ist so ein hessischer Ausdruck, mit dem Arsch wieder einreißen, ja. Das ist jetzt etwas ordinär, aber sehr treffend, wie oft viele solche volkstümlichen Ausdrücke sehr treffend sind. Aber was ich sagen wollte, ist diese, am Beispiel jetzt für Schweigespirale. Also das heißt, es wird bei uns der Eindruck mit strukturell ermöglicht, dass diese Politik unterstützt wird und eine gegenteilige Ansicht gar nicht geäußert werden kann. Es geht jetzt ja, wenn du zum Beispiel Berichte machst über Nazis. Covid-Maßnahmen kritisieren. Bleiben wir mal bei Covid, also das bei den Nazis. Wenn du Ukraine zeigst, da laufen Leute mit Nazi, dann kriegst du eine Anzeige in Deutschland für das Präsentieren von nationalsozialistischen Symbolen. Untertext, du willst diese Ideologie vorantreiben. Jeder weiß, dass das gelogen ist und dann kommst du da rein. Oder ich kann auch sagen, wir haben überall diese Beauftragten für Antisemitismus, hat jetzt jedes Bundesland und der Bund hat die. Also gibt es einen Fokus darauf. Wenn ich einen Beauftragten mache für Borreliose, dann werden wir den Eindruck haben, das größte medizinische Problem in Deutschland ist die Borreliose. Wenn wir einen Beauftragten hätten für freie Rede, würden wir lauter Fälle kriegen, wo gesagt wird, hier wird gegen die freie Rede. Sowas ist also ja nicht ohne Interesse, sondern es wird genutzt. Und das haben wir in Europa, könnte man zeigen, wenn ich jetzt meine alte Professorin Nelle Neumann, dass die über 20 Organisationen in der EU gegründet haben, wo Akademiker aus Berufen, wo man nur schwer eine Unterkunft findet, also Soziologie, Politologie und sowas, gibt man ja meistens, wird ja nicht Berufspolitologe an der Uni, das machen ja nur die wenigsten. Und dort werden überall solche Stellen geschaffen und wir haben 10 Organisationen, die sich damit beschäftigen, wie schlimm Russland ist und 10, die sich damit beschäftigen, wie man Covid-Desinformation bekämpft. Ja. Mhm. Und dort wird sozusagen, da werden Truppenteile, ab da Truppenteile über Truppenteile aufgebaut, die dann das Spielfeld der öffentlichen Meinung dominieren. Ja, also Organisationen, die dann, wie zum Beispiel in dem Fall mit Gaza, war es die Amadeo Antonio Stiftung, die dann dieses Papier, was in der ARD, die Sprachregelung, da haben die sozusagen zugearbeitet. Oder es gibt dann eben die Stiftung Liberale Moderne, der Name ist der Hohn. Wo liberal und wo modern bitte, ja? Also Stiftung neokonservative Kriegspolitik. Die haben das besonders auf die Nachdenkseiten abgesehen. Die haben es auf die Nachdenkseiten abgesehen. Ich war auch schon mal Ziel von denen, ja? Also das heißt, die Leute, die an dieser Stelle, und die werden dann, wir werden dann als sozusagen, ja, werden dick. Und nicht zu vergessen, es gibt ja auch sogar bei Reuters, kam es nicht. Ich glaube, das war letztes Jahr, dass da ein Dokument herauskam, geleakt worden ist, dass Reuters gezielt Journalisten anwirbt und quasi sie unterrichtet, wie zu einem bestimmten Thema berichtet werden muss. Also so ähnlich, dass da wirklich eine Richtung gezeigt wird. Und wenn du zum Beispiel über den Ukraine-Krieg berichtest, dann hast du das und das ist richtige Formulierung, das ist eine falsche Formulierung, dass man da wirklich... Ich glaube, das war letztes Jahr, dass das rauskam. Aber genau, es ist auch vollkommen auf den Hund. Ich kann nur raten, das war ja etwas, was RT rausgebracht hat in Europa. Das war diese Integrity Initiative. Und diese Struktur, die damals vorgeschlagen wurde, die sollte man kennen, weil das ist umgesetzt worden. Ja, also das ist so wie Total Information Awareness nach TIA, nach
9/11, dass man die gesamte Bevölkerung durchgehend überwacht. Das ist dann angeblich eingestellt worden, ist aber Realität. Die Grundidee ist umgesetzt worden. Und so ist Integrity Initiative umgesetzt worden, die darin bestand, dass man Leute definiert in dem Land, die von alleine, die in diese Richtung denken und einen Einfluss haben. Das war in Deutschland, Marie-Louise Beck wurde benannt als Führungsfigur dafür, die dann sich in Clustern, also in Gruppen zusammenfinden mit Leuten, die also Journalisten, mit Journalisten, die entsprechend auch in diese Richtung arbeiten, mit Akademikern und Experten, die berühmten Experten, die wir jetzt überall sehen, die auch in diese Richtung denken, sodass, wenn ein Ereignis passiert, das war damals in Bezug auf Russland, es ging gegen Russland, wenn in der russischen Politik etwas passiert, was diese Leute definieren als wir müssen das bearbeiten, dann waren innerhalb von Minuten, waren Leute da, die Berichte gemacht haben, die Experten schon wussten, die sie dafür interviewen. Und so hat man eine Struktur geschaffen, die Schweigespirale, die Öffentlichkeit beherrscht und die dann in der Lage ist, die anderen Ansichten, die gar nicht mehr zu Wort kommen, runterzudrücken. Das heißt, deswegen fand ich, das habe ich damals ja nicht geahnt, ja, aber deswegen ist das wichtig, das zu verstehen, weil diese Strukturen, die behaupten, die nennen das ja Integritätsinitiative. Diese Art von Manipulation nennt sich Integritätsinitiative und sie ist das Gegenteil von dem, wie Medien in Demokratien funktionieren sollen. Mhm. Und das heißt, das Wissen, das es gibt über die psychologischen Zusammenhänge, die sozialpsychologischen Zusammenhänge, wie das funktioniert, ist seitdem ich auf der Uni war stärker geworden. Ich kann aber sehen, dass Leute, die das, was ich an der Uni gelernt habe, nutzen jetzt, um besser manipulieren zu können. Das heißt, es wird nicht die Demokratie optimiert, der Journalismus wird optimiert, um seine kritische Leistung zu ermöglichen, die es dem Staatsbürger ermöglicht zu sagen, was machen denn eigentlich meine Politiker, was weiß ich darüber, sondern wir haben zwei große Gefahren. Das heißt, das eine ist, das Wissen führt automatisch in die Manipulation, es wird zur Manipulation genutzt, nicht um die, man nennt, redet über Demokratie, man redet über Freiheit, man redet über Menschenrechte, Gaza. Ja, sozusagen, dann siehst du, was daraus gemacht wird. Und das, also die eine Gefahr ist diese, also Schweigespirale. Das heißt, dass es nicht, nichts wird optimiert, damit es besser funktioniert, sondern es wird optimiert wie in einem Unternehmen, damit es besser für die Herrschaft eingesetzt werden kann. Ein Unternehmen interessiert sich nicht für deine Ansichten, Meinungen, Marktforschungsinstrumente, um dir zu helfen, sondern um möglichst viel von deinem Geld bei sich reinzukriegen. Und ich habe das erlebt, dass als ich in Russland war zum Beispiel, also Leute, die dann, als ich in Dagestan war, erzähle ich immer gerne diese Geschichte. Und da war, das war 40 Grad und es war sauheiß, war mit Uwe Schattauer und da kam eine Frau an der Gaswirtschaft. Wir haben uns nett mit denen unterhalten. Die Leute waren ja unglaublich nett immer, unheimlich gastfreundlich, überall, ja. So, und dann war das heiß und wir stiegen in unser Auto und die Frau kam an mit so drei Flaschen Cola, 1,5 Liter, durchgefroren Wasser drin. Ja, einfach ein Eisblock Wasser kriegst du da rein. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist eine super Idee. Dann haben wir die ganze Zeit, haben wir kaltes Wasser. Und dann habe ich gesagt, was kriegen Sie dafür? Und die guckte mich an und sagte, wie so ein Auto. Und wenn ich jetzt in den USA gewesen wäre, wäre es ein cleverer Junge gewesen, wenn der gesagt hätte, $3. Ja, das wäre clever gewesen. Und diese Frau guckt mich an und sagt, Sie sind ein Mensch, Sie brauchen Wasser. Sie ist fast schon eine Beleidigung, wenn du sagst, ja, das ist, ja, wie könntest du nur denken, dass ich was dafür haben möchte? Das waren so Sachen, wo ich kapiert habe, dass mein Bild, das ist jetzt das Weitere, ich war dann ja sozusagen überzeugter Wessi, sage ich mal. Ich bin freiwillig zur Bundeswehr gegangen und das Bild, was ich hatte von den armen Leuten im Osten, die befreit werden müssen, weil sie ja sozusagen morgens mit der Peitsche zur Arbeit und so weiter. Ich habe dann bei diesen Reisen habe ich gelernt, Moment mal, wir haben ein vollkommen falsches Bild davon. Das heißt nicht, dass dort das alles golden war oder sonst was, aber bei uns ist schon mal gar nicht golden, ja. Und die Leute sind so anders und da ist etwas drin, es ist etwas da, was man wirklich auf Knien bewundern sollte, an Menschlichkeit, an Freundlichkeit, wo man sich was abgucken kann. Das ist ja einer der Effekte, wenn man mit offenen Augen reist, dann entdeckt man, dass überall auf der Welt, Benedikt, Moment mal, die Leute sind zivilisiert. Das ging mir, als ich in Tibet war, waren wir in so einer Gegend, wo da waren die letzten Europäer 1948, war ein militärisches Sperrgebiet. Ja, wir sind illegal nach Tibet rein, ne, zu Fuß. Und
War dann in einem Gebiet, wo nie Leute, das war ein Bönenkloster, noch nicht mal buddhistisch, sondern die Religion davor. Und diese Leute, ich habe dann, wir waren da und das war ein, also sozusagen Klosterchef mit zwei Mönchen. Welches und, Jahr war das ganz kurz? Bitte? 2005. Welches Jahr? Okay. 2005 war ich da. Das war eine Doku, die ist das für das ZDF gemacht worden über, also es war Wahnsinnsreise. Ich habe mehrere solcher Wahnsinnsreisen in meinem Leben machen können, das war eine davon. Und dann war aber diese Leute, ich war da und dann hatten wir so, da waren die ersten digitalen Fotoapparate, waren Standard und ich hatte so ein digitales und dann, die Leute sind unheimlich, die Tibeter sind lustig und freundlich, ja. Und ich habe dann nur Fotos gemacht und dann hatte der eine Mönch das gelobt, dann hat er selber probiert und wir haben uns wunderbar amüsiert und die waren wirklich lustig, ja, das war so, ich habe ja so behaarte Unterarme als Europäer, das haben die nicht, die haben kaum Haare und dann nahm der eine Mönch, nahm so meinen Arm bei sich so und sagte, es war, könnte man sagen, jetzt auch unverschämt, aber es war lustig und es war freundlich und ich habe gedacht, mein Gott, was will ich denn diesen Leuten beibringen? Die sind zivilisiert. Was soll ich denen beibringen? Soll ich denen beibringen McDonald's? Ja, soll ich denen, was haben wir diesen Leuten zu offerieren? Die würden wahrscheinlich sogar dann wie in Russland mit diesen Gucci-T-Shirts und dem ganzen Kram rumlaufen und nicht ahnen, was sie verlieren auf dem Weg. Ja, okay. Aber weißt du, ich höre mir so gerne auch deine Vorträge an. Du redest auch viel über Deep State. Ich muss auch sagen, ich finde das auch alles unglaublich spannend. Ich habe aber eine Frage in Bezug auf Deutschland im Zusammenhang mit Deep State. Gibt es also im Groben, wenn man jetzt in einem Satz Deep State beschreiben sollte, ist das sozusagen ein Verein von Menschen, eine Gruppe von Menschen, die sich an Gesetze des Landes vorbei bewegen und die hauptsächlich auf der geheimdienstlichen Ebene operieren? Ja, yeah, also Deep State kann man, ich habe mich damit gründlich beschäftigt und ich kann das empfehlen. Also Ulla Thunander, von dem ich ja immens viel halte, schwedischer Professor für Sicherheitspolitik und ein großer Kenner davon. Es gibt auch eine Monographie dazu über den Deep State. Aber es ist im Grunde genommen, habe ich mein Wissen, was ich habe, über ihn. Und über sozusagen, ihn. Der hat mich sozusagen durch die Bibliothek geführt. So kann ich das sagen. Ja? Und würdest du sagen, dass es in Deutschland einen Deep State gibt? Ah, natürlich. Ich will das gerade erklären. Die Sache ist ganz einfach. Das heißt, wir sind in Deutschland sind wir Teil, wie das Carl Schmitt genannt hat, der ein brillanter Wissenschaftler war, moralisch eine hochdubiose Figur, auf der Nazi-Ecke unterwegs war, sich aber für zu klug für die Nazis hielt. Er wollte der Mandarin der Nazis auf dem juristischen Sektor, aber ein brillanter Rechtswissenschaftler. Ist das der für Mossad auch tätig war? Nee, Carl Schmitt, nicht, dass ich, der ist ein sozusagen akademisches Schwergewicht. Er wird merkwürdigerweise von ganz links und von ganz rechts rezipiert. Das ist, aber ich will das kurz erklären, warum. Der hat den Begriff Großraum eingeführt. Also das heißt, wir leben in einem Großraum und dieser Großraum wird definiert und beherrscht, dominiert vom Hegemon USA. Mit seinen Unterlingen, ja, wozu insbesondere die Briten gehören, die die ganzen Schweinereien erfunden haben und glauben, dass die Amerikaner sozusagen nur so eine Art hemdsärmelige Lehrlinge sind, die das nie richtig beherrscht haben. Aber also die ganzen Geheimdienste sich so in dem Großraum und Deutschland ist nicht souverän. Das heißt, es kann so lange agieren, wie es sich innerhalb der außenpolitischen Interessen des Hegemons bewegen kann. So wie Ungarn sich nicht selbstständig im Bereich der Sowjetunion in dem Warschauer Pakt bewegen konnte. Wenn die Tschechoslowakei andere Ideen hat mit Dubček, der so eine Art früher Gorbatschow ist, dann kommen die Panzer, die dann wiederum dazu führen, dass in Europa die Kommunisten sich von Moskau abwenden. Weil diese Art von Brutalität, diese Gazaisierung, nenne ich das jetzt mal, dort überhaupt nicht gut ankam. Also das heißt, du hast diese Großraum, das musst du wissen, du hast einen Großraum. Und bei uns darfst du jetzt gar nicht mehr sagen, dass wir nicht souverän sind. Dann wirst du sofort als Reichsbürger tituliert, ist aber Standard in der akademischen, wenn ich in den USA mit Leuten rede, ist denen vollkommen klar, dass Deutschland gefälligst aufpassen muss. Anderes Beispiel ist Italien, Aldo Moro, der als Christdemokrat, als sozial
sozial eingestellter Christdemokrat, also so Gewerkschaftsfraktion der CDU, könnte man sagen, ja, mit den Kommunisten koalieren wollte in Italien. Und der ist abgeräumt worden, offiziell ermordet von den Roten Brigaden. Wir wissen heute, dass die Amerikaner haben sogar einen Sondergesandten hingestellt, der klar machen musste, dass Aldo Moro getötet wird und nicht überlebt. Also das ist so ein Teil, wo man sieht, das gibt diese Interessen eingreifen. Dann gibt es die Leute, die an die Spitze kommen, können nur, wenn sie toleriert sind, von dieser oberen Struktur an die Spitze kommen. Und es ist so, dass in diesen Staaten in der Demokratie gibt es Sicherheitsapparate, die für die Fragen von Leben und Tod zuständig sind. So hat das. Aber mit der Spitze meinst du schon die Politiker oder die Regierung? Nein, wir reden jetzt, okay, das muss ich definieren, wir reden über die Spitzen der Entscheidung zur Sicherheitspolitik. Das ist der Teil, wo der Hegemon Einfluss nimmt. Militär, Geheimdienste, Regierung, Medien, gehört alles dazu. Okay. So, und jetzt wie kommst du beim ZDF in die oberste Riege? Nicht, indem du gute Beziehungen mit Russland hattest und studiert hast in Moskau und in der Vereinigung bist für deutsch-russische Kulturaustausch. Dann kommst du da nicht hin. Du musst American Enterprise Institute, Council on Foreign Relations mit da drin sein. Also als sich die Annalena Baerbock beworben hat als Bundeskanzlerin vor der Bundestagswahl 22, war 22, ne? Ich habe es jetzt schon nicht mehr im Kopf. Also dann ist sie im Council on Foreign Relations, hat sie vorgetanzt. Da musste sie sagen, ich bin die Annalena und die Überschrift war in sync with Biden. Ich bin synchronisiert mit Joe Biden und ich werde eure Interessen. Ich bin so überzeugt davon, ich bin sozusagen im Herzen, eigentlich müsste ich in den USA leben. Dann geht das, wenn du sagst, ich komme war im Iran und habe dort studiert. Ich bin Theologe, christlicher. Und fand die sehr interessant, die hohe Kultur der theologischen Gespräche an den Unis und habe von dort mitgenommen und bin jetzt jemand, ich bin immer noch christlicher Theologe, aber ich denke, wir können auch von dort etwas lernen, also an tiefgehende Analyse. Dann kommst du nicht an die Spitze. Damit kommst du nicht an die Spitze. Also diese Spitze ist so definiert und jetzt sind diese Leute da und im Sicherheitsapparat haben die Politiker vor sich, die alle 4 Jahre kommen und gehen. Wie das Herbstlaub, ja, sozusagen jedes Jahr neue Blätter, neue und die sagen, und dann kommen Leute ran, so wie jetzt meinetwegen auch Harald Kujat sagt, du sagst, du liebe Güte, was kommt denn da in die Politik, was sind denn das für Leute, ja, das sind Leute, die nehmen die nicht ernst, ja, und dann gibt es Leute, die glauben, dass die Politik insgesamt in eine falsche Richtung geht. Das beste Beispiel dafür ist John F. Kennedy, der sich der Bürgerrechtsbewegung anschloss, politisch und dafür gesorgt hat, mit Soldaten, mit Bajonetten, dass Schwarze in Südstaaten in die Uni konnten. Das war bis dahin verboten. Das war ja ein Apartheidstaat, die USA. Also im Süden war klar, und ein Schwarzer, der in die andere Richtung will, der hing dann am Baum und wurde gelyncht. Strange Fruit gibt so ein berühmtes Lied. Okay, also auf jeden Fall, die haben damit zu kämpfen. Und er kommt jetzt an und er ist dabei, nach der Kuba-Krise, wo sie dachten, sie haben ihn in der Hand und können den Krieg gegen die Sowjetunion starten, was sie ja wollten, die amerikanischen Militärs. Und Kennedy macht nicht mit und er macht die Kuba-Invasion, die ist so konstruiert, dass er eigentlich nachschießen muss, dass er sozusagen rein muss und dass es zum Krieg kommt. Und er sagt, nein, er macht das nicht. Er hat gesagt, alle Leute um mich herum, alle haben mich dazu gedrängt und ich habe es nicht getan. Und dann kommt er auch noch, er kriegt mit, dass er mit Khrushchev reden kann. Die beiden kommen richtig gut miteinander aus, gibt es einen Briefwechsel, ist jetzt veröffentlicht. Und dann siehst du, der Kennedy ist dabei, den Kalten Krieg, er sagt, wir kriegen das weg, wir kriegen das Problem weg. Und dann ist das Militär, sagt dann in den USA, wir haben hier jemand, der nicht kapiert, wie die Realität ist. Die Realität ist, der Krieg mit der Sowjetunion ist unausweichlich. So wie wir jetzt erzählt bekommen, der Krieg mit China ist unausweichlich. Ist unausweichlich und je stärker die Sowjetunion wird, militärisch, nuklear, umso mehr Tote auf unserer Seite. Also jetzt, so schnell wie es geht. Und wir haben jetzt einen Präsident, der ist soft on communism. Er ist zu weich. Mhm. Er ist ein sozusagen nicht Hippie, das wäre zu hart gesagt, aber er ist zu... Nicht kriegerisch genug. Er ist nicht kriegerisch, er ist so ein dummer Idealist, die stecken ihn dann ein. Und dann unterstützt er noch diese ganzen, das sind Zitat, Negerstaaten,
Ja. Und er sorgt, er macht seine Wahl, basiert zum Teil auch darauf, dass 90% der Schwarzen für ihn gestimmt haben. Also die sagen, der holt diese Leute, die wir versuchen, in der Apartheid beiseite zu halten, weil es die überlegene weiße Rasse gibt, der versucht, auf deren Ticket zu reisen und stark zu werden. Damals sind in der UN sind 500, also als Dhaka-Mashirt Generalsekretär wurde, da kenne ich die Zahl, da waren das genau 100 Staaten und ungefähr die Hälfte davon waren Staaten, die gerade aus den Kolonialen entlassen worden waren. Und das wurde mit großer Skepsis von den Amerikanern beobachtet, wie diese ganzen Staaten, die dann teilweise Richtung Sozialismus sozusagen sich orientieren, also mit einer gewissen, aber das gefällt ihnen nicht, diese Entwicklung. Und dann sagen sie, jetzt sind wir an dem Punkt, wir hatten fast den Dritten Weltkrieg mit der Kuba-Krise und dieser Mann ist nicht tragbar, er ist ein Sicherheitsrisiko. Und dann gibt es innerhalb dieser Apparate, das ist Deep State, gibt es Leute, die sich zusammentun. Das sind nicht alle. Das ist nicht alles, sondern das sind eine Gruppe davon, die aber sagt, so obristenmäßig, wir müssen hier, muss jetzt mal einer mit der Faust auf den Tisch hauen. Das ist, und der Begriff Deep State ist ja verwandt worden von Trump. Ulla Tunanda hat das als Parallel, Dual State, der duale Staat. Es gibt einen Staat, der normal agiert, in dem die Sachen nach der Verfassung passieren. Und es gibt einen Staat, der außerhalb dieser Sachen und der Einflussnahme machen kann. Und du kannst erkennen, weil er in der Lage ist, seine Methoden durchzusetzen gegen den normalen Staat. Solange, und wenn du aber sagst, das gibt es, kommst du in Probleme. Jetzt kann ich hier noch ein Beispiel sagen, ist lang, aber es ist, denke ich, es gab in der Türkei, die Türkei ist die größte politische Erfahrung mit diesem tiefen Staat. Der Begriff kommt sogar daher, tiefer Staat. Das ist Derin Devlet. Die Türkei, der stammt aus der Türkei, weil die damit über 20 Jahre zu tun hatten. Nirgendwo sind so viele Journalisten, Juristen, Politiker, Oppositionelle über die Klinge gesprungen wie in der Türkei. Und deswegen ist für jeden Türken dieser Generation und auch den Jüngeren ist klar, es gibt einen tiefen Staat. Und wenn die sehen NSU in Deutschland, dann sagen sie, ist der tiefe Staat in Deutschland? Ist er damit drin? Oh, Und jetzt das wäre meine Frage, dass du Lass eine. es mich kurz fertig machen, weil es Ja. wichtig ist. Behalte deinen Gedanken oder schreib ihn auf. Und dann gab es eine türkische Politikerin, die war aber in der SPD und die wurde bei einer Veranstaltung gefragt, gibt es auch in Deutschland einen tiefen Staat? So, und jetzt ist sie in der Mangel, weil sie den Türken kann sie nicht erzählen, in Deutschland gibt es keinen tiefen Staat. Das ist sozusagen, wir glauben nicht an die Schwerkraft, ja. Und in Deutschland darf sie es nicht sagen. Ja, und sie ist dann, da hat sie gesagt, natürlich gibt es auch in Deutschland einen tiefen Staat und dann war ihre Karriere beendet. Daran kannst du gut sehen. Die war also in dieser Zwickmühle von der historischen Erfahrung der Türken, wo du sagen musst, gibt es, und der normativen Erfahrung Deutschland, wo du sagen musst, alles Verschwörungstheorie. Haben Sie das von Ken Jebsen? Ja, also das heißt, du kommst in, und daran siehst du, wie vertrackt diese Geschichte ist. Und natürlich gibt es in Deutschland einen tiefen Staat. Und ich würde sagen, du kannst an der Medienberichterstattung, was übrigens auch Harald Kujat gesagt hat, in Deutschland, die ist so schlecht zu dem Thema Ukraine zum Beispiel, dass wir noch nicht mal mitkriegen, dass dieser Krieg eigentlich für die Ukraine verloren ist. Und die Frage ist, was haben die denn eigentlich mit dem Land vor? Die haben jetzt eine halbe Million tote junge Männer, die haben lauter Flüchtlinge. Das ist ja sozusagen, das ist eine Frage, die ich mir stelle. Was haben die damit vor? Warum lassen die das zu? Also das ist für mich war das einfach immer unerträglich, dass diese Masse an jungen Menschen ermordet wird und die Leute zugucken und die fragen mich, für was? Für was? Also was sozusagen, wenn Leute sterben, dann bitte, weil es nicht anders mehr geht. Aber an dieser Stelle, es war ja vollkommen, wie auch Kujat beschrieben hat, So dass es einfach. ohne weiteres möglich gewesen wäre, diesen Konflikt zu verhindern. Ohne weiteres, ohne großes Problem. Und dann kriegen wir die Sprachregelung, der unprovozierte, verbrecherische Angriffskrieg Russlands. Und da ist sozusagen, während Unprovoziert. man alles getan hat, damit es zu dieser Situation kommt. Das sind so Sachen, deswegen tiefer Staat natürlich. Und dann haben wir Leute. Und wenn du jetzt wie Harald Kujat, der der höchste deutsche Soldat war und der höchste deutsche Soldat in der NATO sogar, und der kommt jetzt einfach als vernünftiger Militärstratege um die Ecke und sagt, Moment mal, das läuft hier vollkommen schief. Und dann ist er draußen. Dann gibt es keine Interviews mehr in Phoenix, ZDF, ARD. Der kommt dann bei Zeitgeschehen im Fokus, ja? Oder bei Alternativmedien in den USA, wo sie das jetzt übernommen haben. Das heißt, daran kannst du sehen, Harald Kujat
war zwar ganz oben, gehörte aber nicht zum tiefen Staat. Und es gibt Leute, die sind ein anderes Beispiel. Nee, ich höre jetzt auf, du wolltest eine Frage stellen. Okay. Ja, es erinnert mich auch kurz, weißt du, wenn ich jemanden wie Harald Kujat und seine, wie du schon sagtest, mit seiner vernünftigen Argumentation höre und dann höre ich halt hier andere, sogar Frauen, die dafür sind, dass man Wehrpflicht wieder einführt, dann denke ich mir schon, das ist schon echt komisch. Und ich war an der Front in der Ukraine, in meiner Heimatstadt, und habe dort auch mit Militärs gesprochen. Und Dirk, du weißt es wahrscheinlich auch, weil du mit so vielen Menschen gesprochen hast, aber wirklich, Militärs sind teilweise friedlicher als Leute, die halt auf der Couch sitzen. Das ist wirklich erbärmlich. Weil sie wissen, was es bedeutet. Die Militärs wissen, was es bedeutet. Richtig. Und die haben und dann und die Leute auf der Couch, die denken, die gucken Fernsehen. Das ist genau. Das tun sie ja auch. Das ist ja das. Du hast sozusagen und du hast doch eine Generation, die am Computer Krieg gespielt hat die ganze Zeit. Mhm. Ich glaube, dass das einen Effekt hat, weil das ist nicht mein Vater. Wenn ich weiß das noch, ich habe natürlich als Junge, sag ich mal, das war so üblich, als ich klein war, da wollte ich immer eine Pistole haben und an Fasching rumlaufen, obwohl ich immer Indianer war. Das war dann, da war Pfeil und Bogen, aber ich hatte natürlich auch so Pistolen und sozusagen mein Vater kam und nahm mir das weg und guckte mich an und sagte, das tut weh, du weißt nicht, was du da tust. Und meine Mutter hat den versucht dann, so nach dem Motto, ich war erschrocken und dann ist das, also mein Vater war jetzt kein Pazifist oder kein, sozusagen einfach, aber die Erfahrung von einem Krieg. Und wenn dir deine Mutter erzählt, wie sie um ihr Leben rennt auf dem Feld, als sie die Wäsche aufhängen, weil die Engländer im Tiefflug, die versuchen, die Kinder abzuschießen da drin, ja. Wenn die hat den Bombenangriff auf Hamburg, hat sie gerade mal überlebt. Da ist sie nachts im Nachthemd durch Hamburg mit Barfuß gerannt um ihr Leben, ja. Und das war ein Feuersturm. Die Leute sind in den Sturm reingesogen worden mit Orkangeschwindigkeit. Und es erzählt, also diese Sachen, das war das Letzte, ist an Alzheimer gestorben, die letzten Sachen, die in ihrem Kopf als Erinnerung waren, eingebrannt im Wortsinn, war Hamburg, der Bombenangriff auf Hamburg. Also wenn du das dann siehst und dann haben diese Leute haben das erlebt und die sind ja eigentlich alle traumatisiert, das muss man sich darüber im Klaren sein, dass diese Generation traumatisiert ist, in der Sowjetunion genauso. Ja, genau. Und die wissen, was Krieg, was Krieg überhaupt bedeutet. Und das ist jetzt ja sozusagen der heiße Scheiß in der Politik ist, dass Annalena Baerbock am liebsten im Kampfanzug durch die Gegend springen würde. Mhm. Und da keine, das hatte Ulla gesagt, ich habe mit mehreren alten Leuten darüber geredet, auch Militärs, die sagen, das ist diese Twitter-Generation, die jetzt 40 sind und für die das alles Teil von einem Spiel ist, ein Machtspiel, wie man in Positionen kommt. Und leider ist das, hat auch Kennedy gesagt, das Problem mit diesen Militärs, die unbedingt den Weltkrieg wollten, ist, wenn wir auf sie hören, werden wir uns nicht beschweren können darüber, dass sie Unsinn geredet haben und das furchtbar war, weil wir alle dabei draufgehen. Also das ist, diese Situation haben wir und deswegen kann man sagen, also mit dem tiefe Staat ist nicht nur eine Sache, sondern wir sind auf dem Holzweg. Wir sind komplett auf dem Holzweg und das hängt auch damit zusammen, dass wir nicht wahrnehmen, was im Rest der Welt los ist und wie wir da gesehen werden. Also der Westen ist gerade dabei, sich selber ins Knie zu schießen, in den Bauch zu schießen und die Hand abzuhacken. Ist vielleicht auch gut so, damit er nicht mehr so viel Unsinn anrichten kann. Aber auf diese Weise werden wir keine 15 Jahre mehr Einfluss haben in der Welt. Das ist und die arbeiten damit, die machen das einfach weiter. Die glauben nicht, dass diese Leute vernünftig sind und dass sie eure Interessen vertreten. Die müssen entmachtet werden, damit es weitergehen könnte. Wenn wir jetzt aber von Tiefstaat sprechen, dann ist es ja auch, Geheimdienst ist ja auch mit dabei. Und man hört ja so viel sonst von NSA, das ist ein amerikanischer Geheimdienst, CIA hört man auch viel von. Und natürlich FSB, KGB, aber man weiß ja gar nicht, glaube ich, als jemand, der 20 Jahre lang in Deutschland gelebt hat, weiß ja gar nicht, in welchem Zustand sich eigentlich der deutsche Geheimdienst befindet. Der verhält sich so zurückhaltend. Selten hört man irgendwas davon. Man weiß ja, es gibt ja Verfassungsschutz. Was macht der Verfassungsschutz? Der beobachtet RT, weil sie sehen wollen, ob sie wirklich Kreml-Agenten sind. Und für mich ist das so, grenzt alles an einen Witz. Und da wollte ich dich fragen, in welchem Zustand befindet sich der deutsche Geheimdienst? Was würdest du sagen? Ist er überhaupt kompetent? Kann er irgendwie auf der internationalen Ebene mitreden? Kann er was reisen überhaupt? Was machen die da?
Also ich würde nicht sagen, dass sie unfähig sind, ja, aber dazu muss man wissen, dass der BND, ich hatte Interviews gemacht, auch Anfang der 2000er mit Leuten im Zusammenhang mit Gladio, ja, und da gab es richtig, also ist nicht so, ist nicht einheitlich und es gab auch richtig, das war zum Beispiel, mit dem ich geredet hatte, war ein echter Sozialdemokrat und wenn man sich angucken will, wie ein guter Geheimdienstler aussieht, dann nimm Gbagbo. Gbagbo ist ein guter Geheimdienstler für einen demokratischen Staat, so kann man sich das vorstellen, der macht eine gute Arbeit. Kommt dann allerdings auch zurück und sagt, das mit der Ukraine ist kompletter Gurkenkram, was wir machen. Und dann wird er sozusagen zum Putin-Troll degradiert, wegen zu hoher Fähigkeiten. Ja, der Club wird langsam immer größer. Der wird immer größer, der wird immer größer, das ist auch einer der Effekte. Aber was ich jetzt sagen wollte, was der damals mir sagte, dieser Mann vom BND sagte, wir sind ja nur Intelligence. Übrigens, die CIA heißt ja Central Intelligence Agency. Die war nie gedacht von den Leuten, die unter Truman, als er das aufsetzte, war die gedacht, um Nachrichtendienst, also sozusagen Nachrichten zu kriegen und nicht Wet Operations, also Leute abzumurksen und Putsche zu inszenieren, sondern so eine Art super gute Presse. Also wie eine sozusagen Informationslage zu liefern, also Nachrichten, Information, Nachrichtendienst, so bezeichnen die sich ja auch, während der Geheimdienst jemand ist, wo jemand mal eine Bombe legt und auch die Leute in die Luft sprengt oder dafür sorgt, dass auf dem Maidan Scharfschützen in beide Richtungen schießen oder in Syrien ist genau das Gleiche gemacht worden oder im Iran Demonstrationen auf der Straße lostreten, damit Mossadegh beseitigt werden kann oder die Allende wegputschen oder die versuchen 600 Mal Fidel Castro umzubringen. Das ist sozusagen die andere Variante. Operations heißt das. Intelligence Operations. Und der BND wurde gesagt, hat keine Operations-Abteilung. Und das, bin ich sicher, hat sich geändert. Das haben wir nicht mitgekriegt. Das läuft aber, weil die natürlich auch in diese Richtung aktiv werden wollen. Und dann ist es, sie sind quasi immer nur halb. Das wäre jetzt meine Vermutung. Das kann ich jetzt nicht dir sagen mit Dokumenten, aber so von der Logik der Sache, dass man ganz, damit man wichtig ist, muss man in die ganz mit den Fingern in den Kuchenteig. Das ist garantiert eine Geschichte, die jetzt läuft. Auch im Rahmen dieser ganzen, wir müssen wieder konflikt- und kriegsfähig werden, wir müssen kriegstüchtig werden. Kommen jetzt Leute hoch, die in diese Richtung sind. Und jetzt wäre noch etwas, genauso wie in den Medien, es immens wichtig ist, dass verschiedene Leute eine Sache beobachten, weil man nur so einen Überblick bekommt, wäre das auch für die Geheimdienste wichtig. Aber genau wie in den Medien eine bestimmte Gruppe von einer Ansichtsgruppe dominiert und die auch noch ihre Nachwuchs rekrutieren kann, hast du in den Geheimdiensten garantiert nicht so viele Linke. Und zwar jetzt Linke im alten Sinn, also nicht woke oder sonst was, das ist ja ganz der heiße Scheiß überall, Das ja, sind keine Linken sondern, für mich. ja, okay, für mich auch nicht, aber also das heißt, insofern ist der Begriff ist ein bisschen altertümlich, also so wie ich, ja, ein bisschen altertümlich. Aber das heißt, der Stelle, die können nicht mitreden, weil Deutschland kein wichtiger strategischer Akteur ist, obwohl in der Weltbevölkerung die Anzahl der Leute international jetzt, die der Meinung sind, dass Deutschland mehr zu sagen haben müsste, sehr hoch ist. Höher als für die anderen westlichen Länder, weil wir haben quasi noch nicht den ruinierten Ruf. Ist nicht so, dass wir jetzt wirklich viel mehr zu bieten hätten. Wir hatten mal viel mehr zu bieten. Ich sag mal, in der Willy Brandt-Ära hatten wir immens viel zu bieten, ja, für die Welt an Möglichkeiten, was Deutschland bedeuten könnte. Aber das ist vorbei. Jetzt, wir sind in keiner Weise irgendwo etwas, wo man mit gutem Gewissen sagen könnte, das können wir besonders gut. Also die Situation für mich ist die Deutsche Bahn, ich war jetzt am Wochenende wieder zurückgefahren, ist das Gesamtkunstwerk, was mir Deutschland am besten erklärt. Man hat mal gesagt, so pünktlich wie die Bahn, das ist jetzt nur noch ein schlechter Witz, ja, das kannst du nur noch sarkastisch nehmen. Da geht alle 5 Minuten geht was kaputt und du kriegst mitgeteilt und der Grund ist dies und das, ja. Ich sage dann immer, mach doch mal ein paar witzige Bemerkungen, sagt der ICE 537 hat leider 30 Minuten Verspätung, weil der Lokführer eine Marienerscheinung hätte. Dann hätte ich was zu lachen mal, ja. Aber ansonsten, es funktioniert ja nichts mehr, ja. Und das ist, und jetzt ist der BND wird größer. Der Verfassungsschutz hat, der mal links geprägt war. Der Verfassungsschutz war am Anfang der Bundesrepublik sozialdemokratisch geprägt.
Und dann hatte er aber sozusagen, das war ja das Opfer von Willy Brandt an die Rechten, der radikalen Erlass, also jemand, der in der DKP ist, darf kein Lehrer werden, aber auch kein Lokführer. Das waren ja so die Auswirkungen davon. Und der ist jetzt, muss einem klar sein, da teile ich tatsächlich die Argumentation der AfD, die sagen, es ist ein politisch geprägter Geheimdienst, der besetzt wird von den Leuten, die neu kommen, sodass er als Instrument genutzt werden kann, genauso wie die Medien als Instruments genutzt werden. Das ist auch unter konservativen oder liberalen Gedankengängen nicht tolerabel, weil da wird versucht, die Exekutive wirklich als sozusagen die Medien als Teil der Exekutive zu nehmen und den Geheimdienst. Also wenn die Regierung wechselt, wechseln die Leute, die unbedingt bekämpft werden müssen. Diese Definition davon, was gefährlich ist, sind absurd für mich. Also zum Beispiel, dass RT abgeschaltet wurde. Das ist so eine Tatsache, wo ich sage, das ist zutiefst undemokratisch und zeigt, in welche Gedankenrichtung wir gegangen sind. Es ist auch dumm, weil uns ein Teil der Analyse fehlt. Und es ist nur unter machtpolitischen Gesichtspunkten sinnvoll. Und da sind wir eben flächendeckend angekommen. Ich habe eine erste freche Frage an dich, wenn du bereit bist. Auch wenn du nicht bereit bist, stelle ich sie dir trotzdem. Von welcher Anything Pers goes. Anything goes. Du kannst mich auch beschimpfen, das ist auch okay. Ich habe da dickere Haut mittlerweile als ehemalige RT-Mitarbeiterin. Ich werde kluge, schöne Frauen nicht beschimpfen, sondern nur bewundern. Das wird nichts. Ja. Von welcher Person warst du im Laufe deiner Arbeit bei dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk am meisten enttäuscht und warum? Das war der Produzent von der Firma, für die ich zum Schluss gearbeitet habe. Februarfilm hieß das dann, weil meine letzten zwei Filme sind ja ohne mich umgearbeitet worden und es war nie feststellbar für mich. Das war so im grauen Bereich zwischen dem ZDF und der Produktionsfirma. Und das war, weil es sind wirklich, es ist nicht nur merkwürdig, also ohne mein Zutun bearbeitet worden, sondern der hat da Fehler eingebaut. Einfach weil richtige Fehler. Also die dann aber besser klangen oder sozusagen näher am Mainstream waren als das, was ich herausgefunden hatte. Es ging also, und er hat auch nicht rückgefragt. Also das heißt, bei Arte war das immer so, da wurde ich gefragt, können Sie das denn belegen, was Sie da haben? Und dann habe ich was hingesteckt. Und wenn ich was hatte, war das so, die waren, war das okay. Also die haben gar nicht, sind gar nicht tief da reingegangen und haben nitty-gritty, sondern die wollten nur wissen, also Einzelteile. Sondern sie oh, wollten, das tut weh, das muss weh getan haben. Aber wenn dein eigenes Baby sozusagen, dein Werk dann so ja, vor allem, weil ich hatte ja relevante Sachen, wirklich relevante Sachen. Und dann siehst du, dass das zurechtgestutzt wird, damit es niemand in der Chefredaktion mit Anbindung an Council on Foreign Relations oder German Marshall Fund und wie sie alle heißen, ja, diese, was sagt ihr, diese Verbindung, damit es denen gut gefiel. Und dann habe ich gedacht, das war für mich der Punkt, wo ich dachte, ich bin in der falschen Struktur. Also ich arbeite hier an etwas, was in sich nicht funktioniert. Und auch als ich dann mich beschwerte, das erste Mal, als gearbeitet wurde daran, das war im Zusammenhang mit Israel und die Bombe, also die Verbindung, dass die Deutschen das israelische Nuklearwaffenprogramm bezahlt haben, was man sogar in der Welt einmal, da gibt nur einen Artikel von dem Staatssekretär Rühle, der dann sagt, ja, und das war ja auch eher so eine Heldentat von uns, dass wir das den Israelis ermöglicht haben. Aber das war damals problematisch und dann merkte ich, ich kann mich nicht mal mehr normativ darauf berufen. Das heißt, das ist so, als wenn ich im Gefängnis sitze und sage, aber ich habe doch nur das getan, was mir die Verfassung garantiert und sogar als konstituierend beschreibt, nämlich abweichende Informationen zu geben. Also wenn ich sage, ich berufe mich da drauf und dann gesagt wird, Maul halten, du kriegst einen drüber und die ziehen dir den nächsten Fingernagel raus. Das Gefühl hatte ich, dass ich, es ist so, so mies, was mir da entgegenkommt, dass ich eigentlich nur noch die Wahl habe, mich selber zu erniedrigen oder die Konsequenz einzugehen, wie komme ich das nächste Jahr über die Runden. Aber es ist einfach nicht erträglich, so zu arbeiten. Und deswegen bin ich da rausgegangen. Und das war auch, dass es nie klar wurde, auch wenn die ZDF, die Redakteurin, sagte dann, nein, das waren wir nicht. Und da ist irgendwas schiefgelaufen und passiert nicht wieder. Und beim nächsten Film genau das Gleiche. Und dann dachte ich, sozusagen, der hat mich vor kurzem noch mal auf Facebook, hat er so eine nonchalante Kritik, ja, der Pullman, immer eine
sozusagen ein paar Argumente und dann eine Polemik hinterher. Und ich habe ihm geantwortet, verpiss dich, du bist hier nicht erwünscht. Ja, das war und das klare Worte. Klare Worte hat er auch gut verdient. Ja. Gab es aber auch beim ÖRR jemanden, von dem du eher positiv überrascht warst? Sehr, sehr. Es gab viele. Also der Leiter Dokumentation von Arte, auf den lasse ich nichts kommen. Das sind einfach die Erfahrungen, wie ich erlebt habe. Das ist jemand, der genau dieses bei den vielen verschiedenen Filmen, die es dort gibt, dass du siehst, gebildete Person mit einer großen, mit einem großen neugierigen Interesse. Und der guckt dann, dass die journalistischen Standards eingehalten werden, aber der hat keine Richtung, die er vertritt, sondern der hat die Richtung, ich versuche interessante Dokus zu kriegen. Von dem halte ich weiterhin immens viel. Der richtige Mann am richtigen Platz. Dann gab es aber auch zum Beispiel beim RBB, da hatte ich für die Wissenschaftsredaktion einige Mal gearbeitet und das war jemand, der in der DDR schon Fernsehen gemacht hat. Die haben ihn übernommen, weil er ein widerständiger Umweltschützer in der DDR war. Mhm. Und das ist die Leute, die in der DDR gestanden haben, also gestanden im Sinne von stehen, dass sie stehen und nicht umgepustet werden. Das sind Leute, die ja bewiesen haben, dass sie ein Rückgrat haben. Und das war auch einer. Der ist mittlerweile pensioniert, Hartmut Sommerschuh, den ich einfach. Das sind Leute, die, so sollte das aussehen. Weißt du, wenn du sozusagen, egal wo du bist, immer ein bisschen problematisch bist, dann machst du was richtig als Journalist. Das ist auf jeden Fall, das war, also gab es. Du sollst unbequem sein. Gibt eine ganze Reihe von Leuten. Aber die beiden würde ich herausheben, weil ich den Hartmut Sommerschuh, das war auch noch so, dass es gibt so eine höhere Form von Pragmatismus in der DDR, wo er mir auch erzählt hat, auch wenn er Schwierigkeiten hatte mit Leuten, gab es dann welche auch aus der SED, die gesagt haben, nee, die Leute, die brauchen wir schon, weil sie uns auf was hinweisen, was ein Problem ist. Also das war, in gewisser Weise war es brachialer, rabiater, aber auch pragmatischer. Und ich will das nicht idealisieren, aber wenn man das genau betrachtet, dann sind immer so, es hat eine Geruch, Farbe, Form, Geschmack. Und den muss man kennen. Und das ist nicht nur intellektuell, sondern man muss eigentlich ein Gefühl dafür gekriegt haben, wie die Indianer sagen, Indianer ist ein blöder Ausdruck, also aber man muss in den Mokassins seines Gegners gelaufen sein, um ihn verstehen zu können. Das ist ein sehr kluger Satz. Ja. Was wäre denn deine freche Frage an mich? Ich will nicht frech sein. Ich habe ja gesagt, ich habe dich damals ja schon kennengelernt und habe gedacht, ein guter Job und also ich kann jetzt, ich weiß nicht, wie peinlich dir das ist, aber ich will ja nicht die ganze Zeit loben. Also eine Frage, die ich habe, weil sie mich ja natürlich interessiert aus den Beschäftigungen. Ich hatte ja dieses abseitige Interesse an den UFOs, der bei mir entstanden ist aus der Beschäftigung mit den Geheimdiensten, weil ich merkte, hier stimmt was nicht. Hier wird gelogen, massiv. Ja. Mhm. Das ist intern, was ist das zum Teufel? Wir müssen das rauskriegen. Und extern, alles Quatsch, nur für die Idioten. Ja. Mhm. Und intern sozusagen richtig der Apparat, wo man merkte, okay, das heißt noch nicht, dass da was ist, aber es wird auf jeden Fall, ist Unsinn erzählt worden. Und jetzt habe ich mittlerweile ist in den USA, das explodiert ja, dieses Thema. Der Robert Fleischer war gerade auf einer Konferenz mit 200 Leuten aus der Politik, mit den Geheimdiensten, aus den Medien, aus der Industrie. Die Industrie ist ja wie der Teufel hinter den Sachen her, die man gefunden hat, also Bruchstücke. Und es gibt eben mittlerweile, offiziell wird darüber geredet, von Leuten, einer war der Leiter dieser Abteilung, der gesagt hat, wir haben komplette Fluggeräte, wo wir sogar reingehen können. Und ich dachte, hätte ich nie gewagt zu behaupten, noch vor 3 Jahren, weil ich gedacht hätte, also einfache journalistische Arbeitsweise, große Behauptungen brauchen große Beweise, hätte ich nicht einfach behauptet. Ja? Und natürlich nicht zu vergessen, für mich der größte, ich fand die fast schon die glaubwürdigste Aussage kam erst vor kurzem von einem Geheimdienstler aus den USA, der vor Kongress, das waren 3 Männer, ich weiß jetzt deren Namen nicht, aber einen davon hat Robert Fleischer auch interviewt. Die haben alle gesagt, es gibt in den USA Programme, die sich mit Crashed Aircrafts beschäftigen und das Re-Engineering, also Nachbau. Genau, und die haben bestätigt, es gab sogar vor Kongress sagen sie, ja, wir haben Non-Human Biologics, also nicht menschliche Biologien dort gefunden.
Wow, das war ein Pilot in dem Crashcraft und das ist jetzt vor Kongress. Das ist, also, it doesn't get much better than this. Also, das ist wirklich, es ist, das heißt, dass die US-Regierung nun offen zugibt, ja, diese Programme haben wir. Und so. Das, Sie haben das Problem, dass Sie sagen müssen, und wir haben euch 70 Jahre lang belogen, und zwar mit aller Macht. Ja, das wird ja auch noch Folgen haben, abgesehen von allen anderen Folgen, die damit zusammenhängen. Und jetzt weiß ich, dass einer der Gründe, der immer angeführt ist, National Security, weil die Chinesen und die Russen machen ja das Gleiche und die haben wahrscheinlich auch Sachen und wir müssen aufpassen, dass wir die Nase vorn behalten. Deswegen, was wird in Russland? Also es gibt russische Programme, wir haben immer versucht zu gucken, was es gibt, aber wie groß ist das Thema in Russland? Das wäre einfach. Leider nicht so. Leider steckt das noch in den Kinderschuhen und das tut mir weh, das zuzugeben. So, aber ich hätte da echt gehofft, weil, weißt du, ich bin ein Fan von diesen Sachen. Ich gucke mir das ja so gerne an, vor allem vom Schlafen gehen. Und je länger die Dokus über die UFO sind, umso besser. So, die gucke ich mir dann an und ich höre dann so oft von amerikanischen oder deutschen Experten, die zu Wort kommen, die berufen sich auf irgendwelche russischen Wissenschaftler oder über die sowjetischen, die schon vor Jahren noch richtig krasse Aussagen getätigt haben. Aber es ist auf... Du wirst hier nichts, also ich habe jetzt seit einem Jahr versucht, dir gute russischen Dokus über UFOs, über, oder wie man es heute nennt, Aerial Phenomena, Unidentified Aerial Phenomena, über irgendwas Gutes, Solides, Argumentiertes, mit Auszügen aus Archiven oder sowas, nichts gefunden, Dirk. Ich habe ein paar Leute gefunden, so russische Influencer, die richtig große Reichweite haben. Die haben das ja immer so auch wirklich belächelt, so nach dem Motto, haha, guckt mal an, da glauben Leute an die UFOs. Nichts davon gezeigt, und das sind so schon von diesem Jahr die Dokus gewesen, nichts davon gezeigt von diesen Tic-Tacs, von den fliegenden Tic-Tacs, die von Pentagon bestätigt worden sind. Nichts von diesen Kongress-Aussagen vor dem Kongress gezeigt, die jetzt vor ein paar Monaten geschahen. Also es hat mich auch irgendwie so enttäuscht. Ich so, oh nee, ich finde es schade, ja, aber ich muss da leider enttäuschen. Und womöglich hören mich jetzt russische Influencer. Leute, bitte macht eure Due Diligence und macht ein bisschen mehr Recherche und hört auf mit dieser arroganten Einstellung. Alles, was wir nicht wissen, ist halt lächerlich. Das ist arrogant, das brauchen wir nicht. So, das ist meine Ansage. Okay. Okay, jetzt komme ich gleich zu... Ja, okay, weiter. Ich wollte nur noch kurz meine Zuschauer daran erinnern, dass wir so einen hübschen roten Button unter diesem Video haben. Wenn ihr darauf klickt und die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr keine Nachrichten mehr aus dem Reich der Finsternis. Und jetzt zurück zu Dirk Pollmann. Du wolltest da noch zu diesem Thema was sagen, zu den UFOs und zu den Forschungen. Nein, das ist einfach, weil ich das sehe. Es gibt, das ist erstaunlich in den romanischen Ländern. Also egal, ob du jetzt nach Brasilien gehst, die sind sehr offen. Chile ist sehr offen. Frankreich hat ja ist eine von den Ländern, wo es eine staatliche Stelle gibt, die sich damit beschäftigen. Und dann sieht man, Italien ist immer viel mehr möglich als bei uns. Und dann frage ich mich sozusagen, wie ist das? Und dann ist eben, in Russland sehe ich nicht viel. In China weiß ich, dass die sich mit beschäftigen, aber da höre ich gar nichts, null. Ja, kann ich nichts kriegen. Das ist dann alles unter diesem Gesichtspunkt National Security bei denen. Ja. Da müsste ich mal rausfinden, wie das auf Chinesisch heißt, auf Mandarin, ja. Das ist für mich irritierend, weil das ist so eine Art Lackmustest. Also ich bin ja mit Robert. Robert hatte, als wir angefangen haben mit der Sendung, haben wir uns getroffen. Ich glaube, in Berlin war das sogar. Und da hat er gesagt, willst du dich wirklich lächerlich machen? Du weißt, was passiert. Und dann habe ich gesagt, ja, will ich.
Dann habe ich gesagt, ja, und zwar deswegen, weil ich da angefangen habe. Ich war bei dem Thema war ich absoluter Gegner. Und das war eine meiner entscheidenden. Ist nicht wahr. Es war, doch, doch, es kann ich erzählen, wie das war. Ich hatte, als ich angefangen habe zu arbeiten als Journalist, hatte ich einen sehr guten Freund gewonnen, einen amerikanischen Kameramann. Ich war der Jüngste in der Firma, er war der Älteste, der war dann schon lange aus dem Pensionierungsalter. Und der, ein unglaublicher Kerl, Joe Longo, also einer von, für mich von den ganz wichtigen Leuten, also ein, wo ich Amerika lieben gelernt habe, die Attitüde von denen, der war im Krieg, war der, hat sich freiwillig gemeldet mit 17, hat dann Kameraausrüstung gekriegt und ist dann unterwegs gewesen als Journalist mit bedeutenden Leuten weltweit und hat gekündigt. Er war bei ABC, als sie Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg gedreht hatten und er hatte Material geliefert, wie Hunde gehetzt werden auf Demonstranten. Und das war, er hat gesagt, es war unglaublich. Also damit, er war ja, war ein überzeugter Soldat auch und hat gesagt, das ist nicht Amerika, was hier passiert, ja, wie die Leute behandelt werden. Und das hat die ABC jetzt nicht ausgestrahlt. Und der hat dann gesagt, ich bin weg, ich bin da mal weg hier. So ähnlich wie ich, ja. Da war ich aber noch, ich war jung und wir hatten beide, er war bei der Air Force, hat unglaubliche Aufnahmen gemacht für die Air Force, also Flugzeugtestsachen und so, was mich damals immens interessiert hat. Und der sagte, wir fuhren, hatten einen Dreh, war eine Modellbahnmesse, sind wir hingefahren und haben uns unterhalten, dass es in deutschsprachigen Ländern diese Modellbahnen Riesensachen sind, USA gar nicht, ja. Und dann sagte er so beim Gespräch, wir haben viel über Luftfahrt geredet, er kannte Gott und die Welt, er war in Wiesbaden stationiert gewesen nach dem Krieg und sagte, was hältst du denn von UFOs? Und ich habe gesagt, na gar nichts. Und dann sagte er, wieso? Und dann sagte ich, naja, ich würde sagen, wenn man ein Interesse hätte, warum kommt man, wenn man aus der Außerirdische rüberkommt, fliegt man wie viel weit, um da hinzukommen, wenn wir davon ausgehen, dass da Piloten drin sitzen und dann crasht man, nachdem man das halbe Universum durchflogen hat, ist für mich nicht glaubwürdig. Dann das Zweite, wenn ich will, dass ich, dass die Leute erfahren, warum ist das immer so unscharf? Wenn ich will, wenn ich da hingehe und sozusagen, dann kann ich einfach nur ein Gerät hinlegen und gehe weg und dann können die Leute das sehen und dann können wir uns, als wenn man zu Zeiten von Isaac Newton eine Fernbedienung zurückgelassen hätte, dann würde keiner wissen, was das ist, aber wir würde, man würde wissen, das sind nicht wir, das können wir gar nicht alles. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Und dann habe ich gesagt, philosophisch, es ist eben sehr schwer, etwas negativ zu beweisen, dass es das nicht gibt. Das ist ein Problem. Es ist schwer genug zu beweisen, dass es etwas gibt, aber fast unmöglich zu beweisen, dass es etwas nicht gibt. Und aus all diesem Grund glaube ich, dass es nicht sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen und fand mich sehr klug und sehr gebildet. Und mein Freund Joe Longo, der jetzt Unterschicht, der ist da in New York aufgewachsen, im italienischen Viertel, und der kannte die ganze Welt. Der war wirklich was. Der ist hat drei Flugzeug- und Hubschrauberabstürze überlebt. Also das war, Oh, wow. der hatte, ja, das war, der war alles. Der Typ war wow, komplett und ein super Wie gut. überlebt man das? Also, das ist was. Er hat mehrmals Also. Glück gehabt, aber das ist, war nicht, am Schluss sind ja nicht immer alle tot, ja. Also es gibt ja einen Hubschrauber. Okay, also will ich jetzt da nicht rein, sondern, und dann wurde der wütend und sagte, du bist auch nur so ein arroganter Schnösel-Journalist, einer von der Uni, der glaubt, dass er alles weiß. Ich habe mit Leuten geredet, die sind im Tiefflug hinter den Sachen her. Ich war in einer Einheit, wo wir die Dinger filmen sollten, weil keiner wusste, was das ist. Da sind Leute gekommen, die Filmrollen durften wir nie selber entwickeln. Die mussten, die wurden nach Wright-Patterson gebracht. Und du hast keine Ahnung, aber ein großes Maul. Und ich dachte, der war richtig wütend. Und dann habe ich den und habe ich gedacht, und der, also der hatte Temperament, war italienischer Abstammung und das merkte man auch, ja. Und ich dachte, okay. Und dann ging das los, dass ich angefangen habe, da hatte zwei Söhne, der Sohn war Kameramann, ich bin mit beiden noch befreundet. Und dann habe ich gesagt, die wussten es gar nicht. Die wussten das von ihrem Vater nicht. Die wussten nicht, dass er so nah da dran war. Er kommt, ich habe, er hat mir geholfen für meine Arte-Doku, UFOs, Lügen und der Kalten Krieg, die immer noch ein Standardwerk ist, kann ich sagen. Einziger Film, der nicht vom ZDF gezeigt wurde in Koproduktion. Und wirklich, der zum Beispiel in Dänemark, als sie in Dänemark die UFO-Akten aufgemacht haben, haben sie den im Fernsehen als Vorbereitung quasi gezeigt, ja. Weil in dem Film geht es nicht darum, was UFOs sind, sondern nur diese Lügen der Geheimhaltung. Und deswegen heißt es auch UFOs Lügen und der Kalte Krieg, weil es damit zusammenhing.
So, und dann habe ich gedacht, okay, und dann habe ich angefangen damit, mich zu beschäftigen. Und das ist tatsächlich ein Thema, wo ich dann, je mehr ich darüber da reingegangen bin, merkte, das ist ganz anders. Also das heißt, ich würde behaupten, ein Journalist, der sich mit dem Thema beschäftigt und so wie ich dagegen war und das bleibt, ist kein guter Journalist, kein guter Rechercheur. Da muss zumindest, geht das in die Minimum, in die Richtung, Moment mal. Ja, dieses Moment mal ist die Minimumanforderung, die ich habe. Das ist wie ein Test, ob jemand gut arbeitet. Und dann kam der Robert und ich hatte ihm dann gesagt, ich glaube, dass die Zeit auf unserer Seite ist. Das ist nur noch eine Frage, das lässt sich nicht mehr zu kontrollieren, Leute. Weil es so viele Leute gibt. Wir haben immer das Problem, dass es Leute gibt, die dann auf dem Totenbett was erzählen. Sozusagen, es ist so, das ist einfach der wie ein Staudamm und dahinter steigt das Wasser und steigt und steigt und steigt und irgendwann wird das nicht mehr reichen. Dann habe ich gesagt, das ist meine Aufgabe als Journalist, eine ehrenwerte Aufgabe, ja, an der Stelle, wo ich fest davon überzeugt bin, dass es sich um Tatsachen handelt und eine richtige Analyse. Und ich weiß es nicht genau, aber ich weiß, dass dort genug ist, um unbedingt weiter nachzugucken. Und es ist eine wie kopernikanische Wende, wenn wir davon ausgehen, wir wissen ja gar nicht, was es ist, ob es von woanders kommt oder aus einer anderen Dimension oder was es genau ist. Der Schwarm ist zum Beispiel ein interessantes Buch zu diesem Thema, also mit den Irren im Wasser. Ja, das wissen wir nicht und wir müssen da sehr, sehr offen sein, sehr vorsichtig auch sein, nicht zu viel behaupten, wenn man nicht weiß. Aber man muss da müssen die Wissenschaftler mit ran. Man muss das aus dem Militär rausholen, weil im Militär die Logik ist, wenn es wichtig ist, werden es nicht viele Leute erfahren. Und alle, die nichts erfahren sollen, kriegen Bullshit erzählt. Da wirst du nie weiterkommen in der Erforschung. Absolut. Das muss also ein Thema der Wissenschaft sein. Ja. Und dann hat er gesagt, dann haben wir eben halt damit angefangen. Und es ist so schnell in diese Richtung gegangen, dass mittlerweile kannst du ja sagen, diese ganzen Gruppen, so wie Psiram, ja, oder auch der Spiegel, wie die darüber berichtet haben, die haben jetzt das Problem, dass sie nicht ins Archiv gucken können, weil es immer mehr wehtut, wenn man das liest, wie doof man gewesen ist, wie arrogant man gewesen ist, wie schlecht man gearbeitet hat als Journalist. Und Psira müsste sagen, nach den Erfahrungen, die er mit uns gemacht hat, sorgt dafür, dass wir nie wieder was zu sagen haben. Das wäre die richtige, weil sie an einem wichtigen Thema komplett versagt haben und noch aggressiv waren, nicht nur versagt haben, sondern aggressiv und wie die Inquisition immer Scheiterhaufen gebaut haben für Leute und das auch noch weiter tun. Das ist also ein Laden, der komplett trockengelegt werden müsste. Und so, und das ist eben, an der Stelle habe ich meine Meinung wirklich komplett geändert. Robert war einer der Gründe, ja, weil ich dann merkte, ach, guck mal an, ich hatte dann Kontakt eben mit Wissenschaftlern, mit Journalisten und merkte, da gibt es eine ganze Reihe Leute, die sich immens interessieren. Eine Nachfrage, wie es dir so innerlich ging, weil bei mir gab es ja auch solche Blockaden und dann, wie du sagst, also es spielt ja, dein Ego spielt ja auch eine große Rolle, weil du musst ja dir dann, du, Dirk, musst es dir zugeben, hey, ich war tatsächlich arrogant und auch irgendwo ignorant. Aber wie ging, also hast du dir das auch so ins Gesicht quasi gesagt oder wie war das bei dir? Das ist jetzt das, wo du mich am Anfang gefragt hast, die sokratische Position. Ich habe gesagt, okay, lag falsch und meine Ehre besteht jetzt darin, dass ich das richtig stelle. Wenn ich weiß, dass ich was daneben gelegt habe, muss ich an der Stelle korrigieren. Mhm. Und wenn das die meisten Leute so betreiben, dann geht es gut voran. Dann geht es gut voran. Also deswegen ist es auch so wichtig, nicht Leuten dann ewig vorzuwerfen, dass sie ihre Meinung geändert haben, sondern man muss das immer nachfragen, wieso, was ist da passiert, was ist gewesen, warum war das so. Es gibt auch viele Leute, die ändern ihre Meinung mit dem Luftdruck, der außen um sie rum ist, also Schweigespirale. Ja. Aber das ist, da ist meine Arroganz nicht groß genug, da ist mein Vertrauen in die Wissenschaft als System, die auch schwer gelitten hat, weil er unter kapitalistischen Regeln nicht gut funktionieren kann, genauso wie die Demokratie und Kapitalismus nicht identisch sind. Ja. Ist dann, also die, ich bin geprägt von dieser, sage ich mal, meine Kollegen bei der ersten Firma mit dem Kameramann, das ist immer noch mein bester Freund, und der hat immer gesagt, Enzyklopädie Bad Nauheimica, das war mein Spitzname, ja, sozusagen wegen dem. Und dann hat er mir aber auch immer gesagt, sozusagen, du bist wissenschaftsgläubig.
Ja, also er war so in verschiedenen Sachen und du bist dann gesagt, ja, genau, ich bleibe dabei, Rationalität und diese Sachen. Dazu gehört aber auch, dass ich, wenn ich es merke, die Richtung wechsle. Und das ermöglicht das Prinzip, dass man sagt, man muss es, wenn ich es erkenne, dann werde ich das modifizieren. Und das mache ich grundsätzlich. Da habe ich kein Problem mit. Das ist nicht so, dass ich in den Spiegel dann denke, das bin nicht ich, das ist nur das, was ich denke. Ich bin nicht das, was ich denke. Ja, das ist ein Unterschied. Ich habe jetzt da mit großem Interesse dein Briefing bei UN zu der Nord Stream Pipeline-Sprengung verfolgt und mehrfach angeschaut. Wie kommst du dazu, dass haben Sie dich angerufen, haben gesagt, hey, Herr Pollmann, unterrichten Sie uns, was haben Sie da herausgefunden? Im Wesentlichen hast du ja gesagt, hey, passt auf. Die Tiefe, auf der diese Sprengungen gemacht worden sind, das ist viel zu tief. Da bräuchte man extra eine Hochdruckkammer und weiß ich alles. Also das kann unmöglich so gewesen sein, wie die offizielle Version lautet. Und du hast bestimmt auch mitbekommen, die neueste Beweise, die man jetzt aus der Ukraine präsentiert hat, die Ach, sind an vergiss Lächerlichkeit es. kaum zu überbieten. Die haben einen Sündenbock gefunden, einen Mann, der im Sommer 2022 die ukrainische Armee sabotiert hat, sozusagen, wurde beschuldigt, dass er die ukrainische Befehle sabotiert hat. Und dann geht derselbe Mann und sprengt, während er in Untersuchungshaft sitzt, sprengt er dann die Nord Stream 2 und Ja, 1. ja. Ich sage Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald, Ja. der, bevor er erschossen wird, sagt, I'm just a patsy, ich bin nur der Sündenbock. Ja, das ist, die Geschichte hat große Ähnlichkeit. Wir haben ja den 60. Jahrestag von Kennedy. Kennedy ist sowas wie die amerikanische, die große Sünde, ohne deren Beseitigung nichts möglich sein wird. Der Anfang von diesen ganzen staatlichen, verlogenen Machtsachen. Amerika war, hatte seine Kraft mal aus seiner Gutwilligkeit und Naivität in der Bevölkerung. Und die haben schon immer in der Spitze sind das machiavellistische Machtspiele. Und das Gleiche erleben wir da auch. Also wer diese Sachen, ich finde, das ist für uns, ist diese Nord Stream-Sprengung, ist ist unser Kennedy-Mord in Äquivalenz. Also angestrengtes Weggucken. Wann immer Ja. jemand mit was kommt, kommen sie mit einer neuen These. Und man müsste sich eben eingestehen, okay, unser bester Freund haut uns voll auf die 12 und wie regel gehen wir jetzt damit um? Ich habe das ja gesagt, mein Vergleich ist, du kommst nach Hause und entdeckst, deine Frau ist mit deinem Chef im Bett und dann entscheidest du dich, nichts zu sagen, weil du deinen Arbeitsplatz nicht verlieren willst. Das ist die Situation, die Deutschland vorführt und das ist nicht besonders, da kriegt man nicht viel Respekt. Aber wie kommt das dazu, dass du jetzt vor UN sprechen durftest? Das ist eigentlich eine super interessante Story, weil die hatten geguckt, die wollten Leute finden, die was Neues zu sagen haben zu diesem Thema und hatten eigentlich die österreichische Außenministerin Karin Kneißl, wurde mir gesagt, ich weiß nicht, ob die jetzt was dazu Relevantes beizutragen hätte, aber die ist auf jeden Fall nicht auf Linie. Und dann wurde gefragt, innerhalb der deutsch-russischen Community. Und dann hat wohl Wilhelm Dohmke Schulz hat gesagt, der Pullmann beschäftigt sich damit, frag den doch einfach mal an. Und dann wurde ich gefragt und dann dachte ich, ich bin ja nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen, ja, habe ich gedacht, was haben die vor? Die wissen natürlich, was ich ansonsten so von mir gebe. Und dann habe ich gesagt, soll ich denn das, was ich da sage, vorher einreichen? Das war eine böse Frage von mir. Wenn die gesagt hätten, ja, hätte ich dann gesagt, okay, mache ich nicht. Das war's dann. Ja. Und dann sagten die aber, das war der Stellvertretende, sagte, nee, 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 wir brauchen das nur vorher, damit wir das übersetzen lassen können. Wir lassen ihnen vollkommen freie Hand. Und dann dachte ich, holla. Und dann habe ich so gesagt, ich habe es mich verkneifen können, habe ich gesagt, Russland als Hort der Redefreiheit bei kritischen Themen, das finde ich doch mal eine interessante Information, die es dazu zu geben habe. Und dann hatte ich die beiden gefragt, das waren ja nicht meine, waren im Wesentlichen nicht meine. Zum Teil waren das auch meine Anmerkungen, aber im Wesentlichen von Ulla Tonander. Immer noch ganz wichtig, dass die Amerikaner da vorher von Deutschland aus dahin fliegen. Hat immer noch keiner übernommen, obwohl das nicht eine These von, das können Sie auf Flight Radar 24, können Sie es gucken. Die Amerikaner fliegen von Nordholz über das Gebiet 3 Tage vor dem Ding und gucken sich das genau an und schalten immer den Transponder aus. Aber das hat natürlich nichts damit zu tun, dass es ein Vorherwissen der Amerikaner gibt. Und in dem Moment, wo die erste
In der Minute sogar, wo die erste Bombe explodiert, startet ein Tanker und eine Maschine, die schon unterwegs ist von Island, von Keflavik, auch so ein U-Boot-Jäger, ist da und der wird dann über Polen betankt und kreist die ganze Zeit und fliegt zurück. Und vorher waren Hubschrauber unterwegs in dem Gebiet. Also das ist alles so, das ist unzweifelhaft richtig, wird aber ignoriert. Stattdessen kommen solche Geschichten. Und das andere war von Professor Braun. Jetzt kommt wieder Wissenschaft, wo ich mir das angucke und denke, okay, du kommst nicht dran vorbei zu sagen, das sieht nach einem Mini-Wasserstoffbombe aus, das Ganze. Und das ist ja auch eine Botschaft, dass man mit sowas arbeitet. Also habe ich auch das erzählt von den Tatsachen, die es dazu gibt. Und auch der wird nicht dazu bearbeitet. Und dann hatten die mir gesagt, okay, das ist jetzt, dann rief mich der an, meldete sich bei mir und sagte, hören Sie mal, das ist sehr interessant, aber können Sie das nicht noch ein bisschen bearbeiten? Das ist schwer verständlich. Und dann habe ich mir das angeguckt, das war alles unter Zeitdruck, ja, und habe gedacht, der Mann hat recht, ja. Und dann habe ich das, aber wollte nicht ich bearbeiten, habe es zurückgegeben an die und habe dann gekürzt, weil das alles viel zu lang war und so weiter. Da gab noch Schwierigkeiten dann mit den Wissenschaftlern. Aber Russland hat die ganze Zeit immer nur gesagt, okay, sie können. Und dann, die haben nur gesagt, also es war, gab keinen Einfluss, war nicht wie ZDF, ja, war nicht wie ZDF. Es war, und ich dachte, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt. Ich sage, die Durchlässigkeit, der Pragmatismus in Russland, das ist ein sehr pragmatischer Umgang mit Sachen. Das ist sozusagen auf eine gute Weise sehr hemdsärmlich. Ja? Auch nicht, wenn man einmal den Eindruck erweckt hat, dass man vernünftig ist und dass man ein Mensch ist, ganz wichtig, ja? Ein Mensch ist, dann ist eine Menge möglich. Und ich sehe diese Gutwilligkeit, das sind keine Apparate, wie ich immer gedacht habe, sozusagen der perfiden Manipulation. Vielleicht war das früher anders. Ich erlebe ja nur, was jetzt ist. Also sag mal, da ist für mich, ich sag mir, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten würde ich da ansiedeln, nicht in den USA. Oh, das muss ich jetzt in Russisch übersetzen. Ich wollte übrigens auch an euch, liebe Zuschauer, sagen, falls ihr gute Dokus habt, also russische Dokus, ich weiß, dass einige Deutschland-Russen meine Zuschauer sind, falls ihr gute russische Dokus über UFOs habt, bitte schickt es mir in die Kommentare, würde mich auch interessieren. Ich gehe jetzt auch direkt zu meiner zweiten frechen Frage an dich. Ja, immer nur zu. Ich mag freche Fragen. Immer nur zu. die hier ist vielleicht zu frech. Hattest du vielleicht jemals bei deinen Recherchen ein Thema, wo du gedacht hast, da darf ich nicht weiter bohren. Da habe ich Angst um meine Sicherheit. Sicherheit? Nein, das kann ich ausschließen. Also das heißt, die Entscheidung habe ich irgendwann getroffen. Das bin ich oft gefragt worden. Und dann kann man nicht arbeiten, wenn man so denkt, das muss man sozusagen, das ist meine Aufgabe. Ja? Also das heißt, so habe ich nie gedacht. Das habe ich nicht. Es gab Sachen, wo ich dachte, also man weiß zum Beispiel, alles, was mit Israel zu tun hat, ist Walzer im Minenfeld. Ja? Also das heißt, die Israel und die Bombe, weil das das ist eine Sache, wo das Areal beschossen wird von Leuten, die über das Treffen von Leuten, die sie dann als deklarieren können als gefährliche Leute, die können ihre Karriere damit befördern. Also das ist ja so ein bisschen so ein Spiegel, weißt du, du redest 50 Jahre und dann findest du einen Satz und dann sagt man, dieser Satz zeigt sein wahres Wesen, ja, was er uns 50 Jahre verheimlicht hat. Und ich habe es herausgefunden. Hier, jetzt guck mal, und das ist ein Antisemit, ja. Und so wird ja operiert, und das ist widerlich, wie die sich das. Ich erzähle auch nochmal die Geschichte. Ich war vor drei Wochen bei dem als Pressevertreter über meine Freundin Nirit Sommerfeld bei Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden im Nahen Osten. Eine Veranstaltung 20 Jahre, und ich war so begeistert von dieser Veranstaltung. Das war Musik, es war keine einfache Musik. Ich bin die ganze Zeit gefordert worden. Die Vorträge waren keine einfachen Vorträge. Man muss sozusagen, es war geistreich. Von der Kunstseite her, an der Wand hingen Bilder von dem palästinensischen Künstler, der von der Documenta entfernt wurde wegen angeblichen Antisemitismus, und gesagt, guckt euch das an, was ist daran antisemitisch, wir sehen nichts. Ja. Und das war eine so geistreiche Atmosphäre, dass ich gedacht habe, das ist doch wirklich, wie soll ich das sagen, originär jüdisch.
Das heißt, was du immer sehen kannst, was ich aus der Philosophie kenne, ist dieses messerscharfe Denken und auch die Bereitschaft zur Dissens. Dass sie sozusagen sowas wie Israel, ein Machtstaat mit brutalen Verhältnissen, würde ich nicht, das ist nicht für mich jüdisch. Jüdisch ist für mich was anderes. Ja, das ist, und da, ich daran habe dann gedacht, ich würde eigentlich gern Mitglied werden, geht aber nicht, bin ja keine Jude, das ist nur für Juden. jüdische Stimme für wäre dann, passe ich nicht mit rein. Aber ich dachte, klasse. Also das ist so auch diese Verbindung, die ist in Deutschland ja, die war ja sehr eng. Also waren ja viele wichtige Leute aus unserer Kultur. Das hat sich gegenseitig befruchtet. Das war Salz in der Suppe. Und ich dachte, wow, ja. Und dann war neben mir saß noch Michael Lüders durch Zufall. Dachte ich, sind Sie nicht Michael Lüders? Ja, ja, der war auch da. Und dann kommt die Berichterstattung darüber. Und dann kommt, das war, die traten auf in einem Festival, also in einem eine Location, wenn du so willst, also ein Haus, Oyun heißt das, größtenteils Leute, die migrantische Leute, die geflohen sind, Syrien, Irak, sind sehr auf dieser Woke-Linie, also da steht dann drin, wie sie angeredet worden sollen mit sie oder er, ja, und die haben Druck bekommen, dass diese Veranstaltung abgesagt werden soll. Und das haben sie nicht gemacht, sie haben gestanden. Ja, okay. Also auch die haben das durch. Und jetzt wird ihnen die Förderung gezogen. Also das heißt, die Reaktion war, und zwar wurde dann gesagt von dem George, wie heißt der sonst was, der CDU-Kultursenator hat gesagt, das wären brisante politische Inhalte, die diese jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost, die also. War das nicht der Lederer? Na, was war Lederer, weiß ich nicht, ob der kann sein. Also diese ganze. Diese merkwürdige, war auch eine grüne Bezirksbürgermeisterin, wie ich das mitgekriegt habe. Aber sozusagen diese Leute, also das heißt, da stehen jetzt deutsche Juden, die Nirit ist zweimal zwischen Israel hin und her, die Fanny, sonst was Professorin für Informatik, ein Komponist, also eine Ansammlung von super guten, intellektuellen, ehrlichen, kritischen Dissidentengeistern, wo ich dachte, wow, ja, und die werden dann geschützt von einer Gruppe von Woken, Arabern, Leuten, Geflüchteten aus verschiedenen Kulturen und sagen, wir finden diese Jungs gut, ja, diese Mädchen gut. Die sagen, wir lassen uns nicht unterdrücken dabei und dann kriegen sie als Antwort von unserem Punkt-Punkt-Punkt-Staat, ihr kriegt die Förderung entzogen. Und habe ich gedacht, ich weiß, wer meine Freunde sind. Und das ist jetzt Oyun, das sind meine Freunde, das ist nicht komplett meine Welt, aber die haben an einer entscheidenden Stelle Mut bewiesen, Tatkraft. Ja. Und es gibt einen Brief, ich rufe dazu auf, das zu unterschreiben, diese Leute zu unterstützen, weil das ist ein Lackmustest. Das ist jetzt meine alte Klassensprecher-Vergangenheit, wo ich sehe, wenn Leute das machen und die Schwierigkeiten kriegen, das sind Leute, von denen ich möchte, dass sie weiter existieren, dass es sie gibt, weil sie. Ich muss das nicht alles gut finden, was sie machen, aber es sind Leute, die bereit sind, ins Risiko zu gehen für ihre Ehre. Also für, und sie zeigen uns das, worum es geht, nämlich wie man diesen Konflikt beenden könnte, indem von beiden Seiten die Respekt füreinander empfinden. Ja, das wäre die Möglichkeit, da rauszukommen. Und das müssten wir feiern. Wir müssten es nicht, wir müssten dafür sorgen, wir müssten den Preis verleihen und das international bekannt machen und sagen, hier ist eine Möglichkeit, anstelle diesen Leuten Schwierigkeiten zu machen. Ja. Beide Seiten. Also das heißt sowohl der jüdischen Stimme, weil das sind dissidente Juden, das ist ja auch in den USA, ist ja der Anteil, ist ja hoch, das darf man darf nicht jüdisch mit israelisch gleichsetzen. Das eine ist eine Kultur, eine Religionskultur, das andere ist ein Machtstaat und einer der übelsten, den es zurzeit auf der Welt gibt. Ja? Also diese beiden Sachen nicht identisch machen und auch Israel sozusagen verstehen, warum das ist, aber denen muss man jetzt mal in die Speichen greifen. Bei diesen, ich erinnere nur daran, die haben jetzt mittlerweile mehr Kinder ermordet, als Putin oder Russland aus der Ukraine hat evakuieren lassen, wofür sie wegen Kindesentführung vom Internationalen Gerichtshof verurteilt worden sind. Ja. Das ist auch ein schönes Beispiel, wie verrückt diese ganze Situation ist. Also mehr Kinder sind ermordet worden in einem gerechten Verteidigungskrieg gegen die terroristische Kinderermorden. Es gibt keinen Grund dafür. Verdammt nochmal, ist das so schwierig zu verstehen? Ja. Das ist, und davon sind mehr Tote jetzt auf der Seite und wir kriegen Sprachregelungen, die sagen, der gerechte Verteidigungskrieg Israels dazu. Ohne Worte, nicht in meinem Namen,
Und sozusagen, das ist weit weg von mir. Das ist, davon möchte ich nichts zu tun haben. Ja. Die Bilder sind wirklich schwer anzugucken. Und weißt du, Dirk, Und ich erlebe, diese Leute können, die haben jetzt gezeigt, weißt du, da steht, da sagen diese Leute, sagen, wir möchten, dass diese Veranstaltung stattfindet. Dann weißt du, wie könnte man weiterkommen? Und das Punkt bei diesen, dass sie auch mit Nirit, die diese Touren macht, die sagt, nur wenn man, die hat, ich habe Interviews gemacht in TNT, zwei mit ihr, zwei mit Mohammed Barakat, heißt das, ein Palästinenser, der so Journalisten führt durch die Westbank und denen die Geschichte erzählt. Und dann siehst du, da gibt es Leute, die Mirit hat mir den empfohlen. Ich wüsste, wie man da rauskommt. Und das sollte meine, das ist, jetzt werde ich mal politisch, ich bin sozusagen sonst nur als Journalist unterwegs, aber ich möchte, dass Deutschland dafür steht, dass wir das ermöglichen, dass diese Leute zusammenarbeiten. Das wäre unserer historischen Verantwortung entsprechend. Es wäre eine gute Sache für die Zukunft. Also wir stehen dafür, dass wir unterstützen, dass diese Art von Miteinander möglich ist. In Geheimdiplomatie, in Diplomatie, über unsere Geheimdienste, über unsere Diplomaten, öffentlich, über unsere Medien. Wir stehen sozusagen à la Olof Palme, stehen wir, und zwar nicht taktisch, sondern wir stehen dafür, was richtig und menschlich ist. Das ist unsere Aufgabe. Ja. Was wäre deine freche Frage an mich im Gegenzug? Ich habe freche Fragen. Ich wollte dich fragen, vermisst du Deutschland manchmal? Manchmal schon. Ich vermisse doch manchmal schon. Aber es geht mir tatsächlich in Russland viel, viel besser von Menschen her. Ich habe hier bereits jetzt schon einen guten Freundeskreis um mich bilden können. Und ja, also ich glaube nicht, dass ich nach Deutschland zurückkomme, Dirk. Würdest du nach Moskau kommen wollen? Ja, ich, wie gesagt, ich habe eine, sozusagen, das ist, ich habe gemerkt, das ist sozusagen, das ist ein Sehnsuchtsort, von dem ich noch nichts wusste. Also Russland ist für mich. Ja, aber wenn du kommst, dann sag mir Bescheid, dann machen wir noch einen Podcast richtig, weil nämlich, Dirk, ich habe hier die Putin-Pralinen. Warte mal, und die so, und die kannst du ja nur kosten. Oh, hier. Und das heißt, das ist eine feinste Handarbeit, ist es? Das sind Trüffelpralinen und die kannst du leider jetzt so nicht probieren. Aber ich meine, kann ich auch mal sagen, weil man wird ja als Putin-Troll und sonst was, das Niveau der Reden und der Stellungnahmen von Putin im Verglichen mit dem, was ich bei uns höre, was ich in den USA höre, das ist wie zwei Welten. Ja, also ja. Wir haben keinen Grund zur Arroganz und viel Grund, uns das genauer anzugucken. Habe ich auch eine schöne Geschichte, als mein Vater noch lebte. Er sagte dann immer Putin oder sozusagen, hatte ja im deutschen Fernsehen gehört. Und dann habe ich gesagt, ich bringe dir mal ein paar Reden mit. Dann habe ich das gemacht, dann habe sie ihm gezeigt. Und mein Vater, das habe ich ihm immer hoch angerechnet, ist sehr bodennah klug, bodennah. Und also der war in einer gewissen Weise sehr, sehr unabhängig, würde ich das nennen. Ja. Und ich hatte ihm das geschickt und dann sagt er so, habe ich gesagt, und was meinst du? Und dann sagt er, ja, ich habe das gelesen, der Mann hat ja völlig recht. Das war so, das glaube ich geht auch. Das ist so wie das UFO-Thema, wenn du das liest, dann kannst du kannst nicht sagen, dass das ein kriegstreiberischer Idiot ist. Es ist einfach nicht wahr. Ja? Und aus meinen Erfahrungen, als ich zum Beispiel bei Pressekonferenzen in Deutschland, im Deutschen Bundestag war, wo zum Beispiel Frau Merkel anwesend war und sie hat mal Zelensky empfangen, ich meine hier nicht die täglichen Bundespressekonferenzen, sondern ich meine so die ganz feierlichen, wo ein Staatsoberhaupt kommt, zu Besuch kommt und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, wir standen dann, ich mit meinem Kameramann, damals noch von RT, und da standen auch andere Kameramänner und andere Drehteams hinter uns. Und ich weiß noch, dass einmal hinter uns ein Kameramann stand, der anscheinend zum ersten Mal bei so einer Pressekonferenz dabei war. Und er hat sich gewundert, dass das eben, weil alle anderen Drehteams sich untereinander unterhalten haben und das Gespräch ging darum, dass sie sagten, ja, wer darf diesmal Fragen stellen, weil für uns war das ja klar, dass es vorab abgesprochen wurde. Natürlich, jeder weiß das und dass jeder weiß, dass du nicht einfach so die Hand
hochheben kannst und du wirst halt, darfst eine Frage stellen, sondern tatsächlich Frau Merkel mit ihrem PR-Team, die sorgen dafür, dass es nur richtige Fragen gestellt werden, ausgewählte Journalisten. Das ist alles vorab abgesprochen. Und ich weiß noch, dass wir das diesem Kameramann erklären musste und er konnte das nicht glauben. So meinte, ist das echt? Und er so, ja, so läuft das doch immer. Und jetzt, um mal Gegengewicht zu schaffen, du weißt doch, dieses einmal im Jahr führt Putin so zweistündiges Gespräch mit Journalisten. Da werden wirklich alle zugelassen. Du merkst, da kommen CNN-Journalisten zu Wort, die bombardieren ihn mit ihren pro-amerikanischen, anti-russischen Fragen und er hat keine Probleme damit, das zu beantworten. Nur so. Jetzt, wenn ich das aus eigener Erfahrung vergleiche, das läuft hier bei denselben Größen von Konferenzen nicht, also in Deutschland meine ich, nicht gleich. Es werden tatsächlich vorab schon abgestimmt, welche Journalisten welche Fragen stellen. So sieht's aus. Aber jetzt habe ich noch ein Thema, was ich unbedingt mit dir besprechen wollte. Das würde mich echt interessieren, deine Einschätzung dazu. Prigozhins Tod. Es wird, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber in der russischen Gesellschaft und als ich zum Beispiel in Donetsk vor kurzem war, vor 2 Monaten, im September war ich, nee, im Oktober, Anfang Oktober war ich in Donetsk. Und dort habe ich mich auch mit Leuten unterhalten. Und du wirst dich wundern vielleicht, aber es gibt einen großen Anteil in der russischen Gesellschaft, die glauben, dass er nicht wirklich tot ist. Oh, zum Beispiel. So, und dass das alles inszeniert war und dass er in Wirklichkeit einfach nur so gegangen ist sozusagen, ne? Weil er normales, friedliches Leben wollte. Es gibt halt alles Mögliche. Und natürlich, während man in den deutschen und westlichen Medien überwiegend das Narrativ vertritt, dass das natürlich Putins Rache war. Hier halte ich diese These für ziemlich bescheuert, um ehrlich zu sein, weil man muss auch 2 Sachen verstehen. Erstens, genoss Prigozhin Sympathien unter Putins Wählern. Und er war Held für viele hier. Nicht für alle, aber für viele. Und für einen großen Anteil von Putins Wählern. Und das heißt, dass Putin würde ja sich selbst ins Knie schießen, wenn er gegen seine Wähler irgendwas machen würde. Das macht für mich, es ist an sich unlogisch. Zum Zweiten muss man auch verstehen, dass Putin ihn auch als Prigozhin ergab sich ja. Und da an dieser Stelle, ich hätte Putin ihn auch ganz leise und nicht so spektakulär irgendwo einsperren können oder sage ich jetzt mal in... mit einer juristischen Berechtigung, also ja, bei uns wäre das nie durchgegangen. Ich war richtig erstaunt. Ich habe gesagt, Ich hätte ihn klein halten können, so. Und dann stattdessen lässt er ihn los. Er verkündet dem Fernsehen, dass er ihm verzeiht, offiziell, so. Und dann mit Pauken und Trompeten vor der ganzen Welt ganz laut ihn umzubringen. Alleine diese 2 Tatsachen sind für mich an sich sind so starke Argumente, dass das gar nicht im Interesse Putins war, ihn zu beseitigen. Aber mich interessiert deine Bewertung. Was glaubst du, cui bono, Prigozhins Tod? Ja, das ist, also das Problem ist, das wäre jetzt eine Aufgabe für russische Kollegen. Also du könntest ja auch noch, um jetzt sozusagen die andere Seite hochzuziehen, könntest du sagen, Putin hat Prigozhin den Abgang ohne Galgen ermöglicht. Und wenn jetzt Prigozhin sich in irgendeiner Weise, so wie er sich oft verhalten hat, also so hauruckmäßig, ja, also das ist ja kein Mann der leisen Worte, der yeah. Abgewogenheit, er ist keine Schildkröte, er ist mehr so ein Knallfrosch. Ja? Also niemand, der 200 Jahre überlegt. So, und wenn er dann etwas tut, was jetzt entgegen den Interessen des russischen Staates ist, dann könnte es sein, dass dann die Entscheidung fällt, das geht nicht. Ich stimme dir aber, also das wäre eine, so wie man sagt, warum Putin sprengt seine eigene Pipeline, um Unfrieden im Westen zu, diese Argumentation kam ja bei Nord Stream sofort,
könnte man das so sehen, dass das so, das ist zumindest in dem Geheimdienstdenken, was nicht linear ist, sondern oft so dreimal um die Ecke, wäre das noch eine Möglichkeit. Ich glaube es nicht von dem, was ich gelesen habe oder was ich gehört habe, auch was ich erfahren habe, weil, wie du sagst, er hatte ja so einen Arsch in der Hose Heldenstatus, also ein ungehobelter, aber... Er hat Bachmut befreit. Und er hat das geschafft. Und dann war er, ja, war das ja auch, war ja eine, sozusagen eine Art Legion, die unter hohen Verlusten gekämpft hat. Also das heißt, er hat Ansehen genossen und auch wenn er selber kein Militär war, war er jemand, der, ja, also das, was, sag ich mal, was bei den Russen Respekt erzeugt. Bei den Russen wird man ja auch nicht Respekt kriegen, wenn man leisetreterisch ist, sondern wenn man mal sagt, was los ist. Und, und sozusagen, okay, das also stimmt. Das ist, ja, also das heißt, an der Stelle, ich finde, es ist ein hochinteressanter Fall und man könnte jetzt auch im Rahmen des Geheimdienstdenken, könnte man sagen, Prigozhin zu ermorden, wäre auch aus westlicher Sicht interessant, um eben in Russland den Eindruck zu erzeugen, du kannst dich nie sicher sein, wenn Putin dir verzeiht, was dann hinterher passiert. Pass auf. Und dann kann man Leute ansprechen, ob sie nicht auch lieber in Miami wohnen würden oder sowas in der Art. Also das ist auch im Rahmen von Geheimdienstdenken ist das auch eine Möglichkeit. Und ich muss sagen, ich habe oft bei Sachen, gehe ich nach meinem Bauchgefühl. Also mein Bauch ist ja, das wäre übrigens eine gute Unterzahl für mich, übergewichtiger, unterbezahlter Journalist. Ja. das heißt, mein Bauch hat viel Erfahrung und dann habe ich oft ein Empfinden, was ich machen muss. Und an der Stelle war ich ratlos. Ich war ratlos, weil das mich zurücklässt mit keiner, ich kapiere es nicht. Ich kapiere nicht, was da los gewesen ist und wer, das ist ja augenscheinlich eine Bombe gewesen von dem, was ich gehört habe. Ist es so, dass da vorher repariert wurde an dem Flugzeug, was die Stewardess dann noch Telegram, glaube ich, durchgegeben hat, dass da Sachen gibt. Ich kenne so mit inszenierten Flugzeugabstürzen, gibt es einige, mit denen ich mich beschäftigt habe. Aber ich finde, ich kann eben nicht glauben, dass es für Putin, cui bono, wäre nicht der Erste, der mir einfällt dabei. Ich wüsste aber auch, also das heißt, ohne dass ich mich jetzt fein raushalten will, würde ich sagen, das ist eine gute Aufgabe für Leute, die wühlen. Also für Investigativjournalisten in Russland, sich daran zu begeben, das wäre wichtig. Also das heißt, und zwar auch sozusagen, man wird das nicht, wird nicht von Anfang an dahinter kommen, aber so wie zum Beispiel bei dem John F. Kennedy-Mord über die vielen, vielen Jahre, wir anhand der vielen Einzelheiten sehen, dass es sich um eine Art um einen Staatsstreich gehandelt hat. So wäre bei dieser Stelle, würde man durch eine Vielzahl von Einzelheiten mit einem gewissen Abstand, und es ist ein wichtiges Thema, weil es darum geht, wer dort agiert hat, wer dort, welche Kräfte das waren, das ist eine wichtige Frage, auch für Russland intern. Macht nicht den gleichen Fehler wie die Amerikaner, sondern sucht das, durchsucht das, geht rein, schaut auch, wenn es weh tut, also sozusagen, was weiß ich, was das ist, vielleicht ist es ganz anders, aber wir haben dafür noch keine gute Theorie. Also mir fehlt. Ja, danke dir auf jeden Fall für deine Einschätzung. Das finde ich auch, also es ist auch viel, wenn du sagst, hey, guck mal, auch ich als investigativer Journalist mit Erfahrung sag, hier ist noch einiges unklar. Ja. Ja, das ist auch wichtig. Und ich kann auch sagen, dass das, was ich dann gleich gehört habe, ich sehe die, so wie, ich sage das Beispiel mit den Kindern in Gaza und den Kindern, die aus der Ukraine rausgebracht wurden, damit sie nicht getötet werden. Ich sehe, also man muss ja immer sagen, wir sind, die westlichen Medien sind bereit, jede Verschwörungstheorie zu veröffentlichen, die mit Putin zu tun hat und jede vernünftige Theorie auf der Gegenseite als Verschwörungstheorie zu bezeichnen, yeah, wenn sie Putin nützt. Und das ist per se ist es so, dass sozusagen, ich habe ja gesagt, der Westen muss weg. Ja? Also diese, solange wir so sind, dass es so, so läuft, ist es. Aber ich weiß es nicht. Also an der Stelle, ich weiß es nicht und ich halte es für wichtig, das rauszukriegen. Aber die Erklärung, die ich dann auch,
sozusagen die üblichen Verdächtigungen, wo man es höre, da höre ich aber auch gar nicht mehr. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe noch nicht mal das Gefühl, dass es ehrlich ist. Ich glaube nicht, dass die das selber wirklich meinen, alle. Ja, sondern geht mir auch so. Geht mir auch so, ja. Aber meine dritte freche Frage kommt jetzt. Weißt du, es gab ja vor kurzem bei der Linken, beim Parteitag eine Klar, wo ein gewisser Hamburger Linker, Björn Tavassole, auf der Bühne Sarah Wagenknecht plötzlich lobte und verkündete seinen Austritt. Und ich muss sagen, da empfand ich so Schadenfreude dabei. Was war deine letzte Schadenfreude? Meine letzte Schadenfreude, das war das, als ich gehört habe, dass die Linke jetzt, übrigens dasselbe Thema, ja, dass die Linke auseinanderbricht über Sarah Wagenknecht, weil ich dachte, sozusagen, dass so ein bisschen, du kennst diese Geschichte mit dem Skorpion und dem Frosch, ne? So eine arabische Geschichte. Das ist ein, nee, kenn ich nicht. Skorpion ist im Wadi, also das Wasser steigt und der sagt zu dem Frosch, kannst du mich rüberbringen, ich werde hier ertrinken. Und sagt der Frosch, sagt, nein, das mache ich nicht, weil du bist ein Skorpion und ihr tötet uns immer. Und dann sagt er, warum sollte ich das tun? Ich bin noch nicht bescheuert, du willst mich da auf die andere Seite, willst mich retten. Und dann sagt der Frosch, okay, dann komm drauf, schwimmt rüber und unterwegs spürt er den Stachel vom Skorpion. Und dann fragt er ihn, warum hast du das getan? Und er sagt, weil ich ein Skorpion bin. Und so haben die Linken in unendlicher politischer Dummheit ihre eigene Partei kaputt gekriegt. Dann wurde aber auch gleich berichtet bei uns, dass es so viele Eintritte gibt jetzt. Das sind so diese Antifa und sowas, die versuchen jetzt den Leichnam der Linken als Frankenstein wiederzubeleben, damit sie das Gehirn dabei stellen. Und dann habe ich gedacht, das ist in gewisser Weise gerecht, weil die nicht in der Lage waren, damit umzugehen, dass die zweitpopulärste Politikerin in ihrer Partei ist. Und ich frage mich, was die reitet. Abgesehen davon, dass ich immer schon Oscar Lafontaine, der in zwei Interviews, die ich in den USA mit hochrangigen Leuten geführt habe, als der gefährlichste Politiker Europas bezeichnet wurde in der Zeit, als er da in der SPD war, also Vizekanzler, also die Schröder-Lafontaine-Geschichte. Und Lafontaine eben ein sehr guter Geradeausdenker, also eine Art von Sozialdemokratie und dann eben Sarah Wagenknecht. Es gab ja sogar diese Fernsehsendung, wo, wie heißt der, Michel Friedmann, immer die Sarah Wagenknecht, also sie waren ja essen mit jemandem und sie haben Hummer gegessen. Was war das denn? Das war nämlich sozusagen der Anfang von ihrer Beziehung, glaube ich, ja, von Lafontaine und Wagenknecht. Und er wollte unbedingt darauf raus, ja. Und sie hat es aber gesagt, also ist auch richtig, wen geht sowas an, ja? Ja, ich bin eine Politikerin, wieso soll ich über mein Liebesleben sprechen? Exakt. Ist auch eine Unverschämtheit, ja. Also ist nicht, hat eine gewisse politische Bedeutung, könnte man auch immer argumentieren, aber nicht mein Stil. Und und dann habe ich gedacht, das geschieht euch recht. Und ich warte darauf, dass es den Grünen passiert. Der Partei, der ich selber mal angehört habe, die Ökopaxe waren, also ein Umgang mit der Natur, ein friedlicher Umgang mit der Natur, die dafür waren, die NATO und den Warschauer Pakt abzuschaffen, die Geheimdienste abzuschaffen. Weitreichende, ziemlich unpraktikable. Eine pazifistische Partei, ne? Also es pazifistisch war und aber auf jeden Fall des Willens zum Frieden. Und jetzt das Gegenteil. Und die haben es auch verdient, dass Nietzsche dann wehrt, dass es zugrunde geht. Ja? Das wäre das Nächste für die. Also wer sich so vergeht, ich sage immer Groucho Marx, ja, der Komiker, der gesagt hat, dies sind meine ehernen, unverrückbaren Grundsätze und wenn sie ihnen nicht gefallen, ich habe auch noch andere im Angebot, ja. Das ist die Grüne Partei und das ist, die sind, das sozusagen, ich sehe nicht den Grund, warum dieser Politik, wir stehen nicht vor einer Situation, dass wir unverhinderbare Kriege, das Gegenteil, es wäre wichtig gewesen, diesen Krieg, wie Harald Kujat das gut beschrieben hat, den Krieg in der Ukraine hätte man problemlos verhindern können, problemlos, ja, dabei bleibe ich, problemlos, haben sie nicht hingekriegt und deswegen wäre meine noch größere Schadenfreude, wäre, wenn die Grünen auch den Bauch nach oben drehen und im Fluss vorbeitreiben. Altes arabisches Sprichwort, wenn du lang genug am Wadi sitzt, wirst du die Leichen deiner Feinde vorbeitreiben sehen. Was wäre denn deine dritte freche Frage an mich?
Ich wollte dich eigentlich noch fragen, ist dir das schon mal untergekommen in Russland, dass du den Mund halten musstest, dass du unter Druck gesetzt worden bist, nach dem Motto, wir würden ihnen dann doch, also nicht verbal, das wird ja selten so gemacht, aber dass du wusstest, okay, an dieser Stelle komme ich nicht weiter. Gab es so etwas? Nein, bei mir noch nicht, aber ich bin ja jetzt auch nicht so unter dem Visier, glaube ich, im Visier, weil ich jetzt eine private Bloggerin bin. Ich habe auch noch nicht so viele Abonnenten, wie zum Beispiel das Exo-Magazin oder Thomas Röper. Von daher, ich weiß nicht, ob das jetzt, weil ich unterm Radar bin, aber tatsächlich noch nicht. Ich habe sogar rumexperimentiert und ich bezeichne zum Beispiel den Krieg in der Ukraine als Ukraine-Krieg, was Okay. ja eigentlich sollte mir jetzt zu Lasten gelegt werden. Nichts derartiges ist bis jetzt passiert. Ich kenne hier aber auch andere Blogger, russische Blogger, die auf Russisch bloggen auf YouTube und die bezeichnen das ebenfalls ganz offen als Krieg und denen ist auch nichts passiert. Also kann man da sehen, irgendwie ist Putin inkonsequent. Aber Ich es finde ist das ja hier so. bewundernswert inkonsequent. Ich sage das jetzt nochmal, auch die Sache mit Prigozhin. Ich habe gedacht, das wäre bei uns wäre dann so, jetzt muss aber mal und ein Exempel und so weiter. Und dann habe ich gedacht, das ist interessant. Für mich war das ein, ich habe das auch so gesagt, war das ein Zeichen für Stärke. Nicht für Schwäche, sondern für Stärke, dass man das so weiterläuft. Und das ist ein weiterer Punkt, wo ich denke, der Mann ist ungewöhnlich. Ja? Ich glaube, dass er ist wirklich einer, also ich lese mir die Sachen alle durch und zwar nicht, weil ich dafür von Moskau pro Monat 200 € kriege, um das dann weiter zu bezahlen, sondern weil das für mich das mit das Interessanteste ist. Es ist für mich eine, genauso wie Lavrov und auch in China und auch übrigens im Iran, der Außenminister von Iran ist ein hochinteressanter Mann, den es sich lohnt zuzuhören. Da ist das Niveau, ist sozusagen in nicht mehr messbarem Abstand von dem, was wir abkriegen. Ja. Wobei ich mir bei Iran auch wünsche, hier kommt unsere Meinungsverschiedenheit, ich wünschte mir für Iran, dass sie die Todesstrafe abschaffen. Ich bin, Das okay, brauchen generell wir, das alle ist Länder, keine alle, auch Meinungsverschiedenheit. China. Ich bin ein völliger Gegner der Todesstrafe. Das ist für mich Ja, barbarisch. egal in welchem Land, ich finde das Egal barbarisch. wo. Und Ja. Iran ist, ich will das jetzt nicht hochheben, ja. Ich kenne ja jetzt gerade eine ganze Reihe, die Iraner selber haben zum Beispiel kein Vertrauen, dass das, oder in einer großen Zahl kein Vertrauen, dass ihre Regierung ihre Interessen vertritt und nicht eigene Interessen. Also das heißt, und die Einschätzung der Redefreiheit im Iran in der Bevölkerung ist sehr gering. Also das ist nicht super. Ich sage nur, mein Punkt, ich bin jetzt eine Schildkröte, ja, und der Sache ist, wie kriege ich das geregelt, ohne dass es Blutvergießen gibt? Und das wäre eine klassische Olof Palme, Egon Bahr, Willy Brandt-Methode, Wandel durch Annäherung. Ich glaube, dass das mit ihm geht. Ja, das. Und was glaubst du, was ist mit Olaf Scholz passiert? Aus meiner Sicht hat er ja auch jetzt, ja, nicht 180 Grad, aber 90 Grad sich schon gedreht, weil ich meine, er hat ja noch vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges dafür geworben und dafür plädiert, dass Nord Stream 2 erhalten bleibt. Er hat auch betont, dass das ein privates Unternehmen ist und hat nichts mit dem russischen Staat zu tun. Also er hat das regelrecht verteidigt, das Projekt. Und dann hat er sich sehr schnell gewendet gegen das Projekt und dann plötzlich sah man wirklich aus meiner Sicht diese Wende auch an, wo er jetzt die im Großen und Ganzen das grüne Narrativ übernommen hat. Liege ich da vielleicht falsch? Habe ich da vielleicht irgendwie falsche Schlüsse gezogen? Wie siehst du das alles? Hat Olaf Scholz sich in seiner politischen Ansichten gewendet? Oder meinst du, er war von vornherein schon Nein, ich so? glaube nicht, dass das der entscheidende Faktor ist. Ich glaube, dass ihm klar wurde oder klar gemacht wurde, dass es Grenzen gibt, die er nicht überschreiten kann. Dass es dafür Konsequenzen gibt. Ich sage das Beispiel, ich sage jetzt wieder ein Beispiel aus der Geschichte. Es gibt einen exzellenten Artikel jetzt bei Covert Action Magazine über den Aldo Moro-Fall von einem französischen Journalisten. Und da war es so, dass Aldo Moro mitgeteilt wurde, falls er weiter an seinen Plänen einer Koalition mit der Kommunistischen Partei, also Eurokommunisten, die sich dann, die eigenständig unterwegs waren, das war nicht mehr der sowjetische Block,
Und er wollte aus vielerlei Gründen, wollte er mit den Kommunisten in eine Koalition, weil das die Möglichkeit gewesen wäre, eine stabile Regierung, die in Richtung Sozialleistung was macht und auch Mafiabekämpfung was macht, unterwegs zu sein. Und ihm wurde dann mehrfach mitgeteilt, und er hat das seiner Frau erzählt, bei einem der Anrufe, die er gekriegt hat, wurde gesagt, dass das für ihn physische Konsequenzen haben wird, wenn er diese Politik weiter betreibt. Und er ist dann ja umgebracht worden, wie ich sagte, mit tatkräftiger Unterstützung. Glaubst du, dass Olaf Scholz auch so eine... Ich glaube, dass ihm mitgeteilt wurde, dass das, das kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass, also das heißt vorstellen, ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht jetzt, ich sage nicht diese massive Morddrohung, wie, also das ist physische Konsequenzen für einen selber, das habe ich jetzt, kann ich nicht behaupten, aber ich bin mir sehr sicher, dass ihm mitgeteilt worden ist, so wie Helmut Schmidt mitgeteilt wurde, dass die, das Erdgasröhrengeschäft ein, als Affront gegen die, als Verrat an der amerikanischen Geostrategie gesehen wurde. Das ist Schmidt mitgeteilt worden von der Reagan-Regierung. Mhm. Selbes Thema. So glaube ich, dass Scholz mitgeteilt wurde, rote Linie. Hier geht's nicht. Ja gut, aber Scholz ist ja auch, oder Schmidt sind ja, du bist der Obermann im Land. Haben Sie dann keine Kraft mehr zu sagen, nein, ich führe jetzt die Politik so, wie ich das für richtig halte. Das nein. ist im Interesse des deutschen Volkes, das ist im Interesse des deutschen Staates, und das, was ihr mir anbietet, geht gegen unsere Interessen. Das ist, ja, das, ich glaube genau das. Es wird eine Kosten-Nutzen-Analyse in Auftrag gegeben, wenn du das machst. Wenn du im Interesse Deutschlands, du kannst ja das und das und das kannst du machen, aber an dieser Stelle gibt es dann die Konsequenzen, die dir drohen, wenn du dich gegen uns stellst, werden so schlimm für das Land sein, dass du dir besser überlegst, welche Hinterlassenschaft in der Politik du da haben willst. Also das heißt, dass es wird genau damit sozusagen Zuckerbrot und Peitsche ist das normale Verfahren. Also du kannst ja das und das machen, aber an dieser Stelle hört für uns der Spaß auf. Hast du das verstanden? Der Spaß hört auf. Wir meinen das ernst. Ja? Davon gehe ich aus, dass solche, weil ich das weiß, eben ich weiß es von Helmut Schmidt, der ist Reagan persönlich in einem Zweiergespräch, hat Reagan nachher seinem engsten Kreis, kann man in einem Buch Victory von Peter Schweizer nachlesen, der die Leute interviewt hat. Und dann wurde Schmidt mitgeteilt, dass er sich an der Strategie vergeht, die ja hieß, den Sowjets die Öleinnahmen wegzunehmen und die Rüstung hochzuschrauben, damit sie pleite gehen dabei. Hm. Und Schmidt macht ein Erdgasröhrengeschäft, das 8 Milliarden. Es sollte mal 400 Milliarden werden, muss man auch wissen. Sollte das größte wow. Geschäft aller Zeiten für Deutschland werden. 8 Milliarden für die Sowjets bedeutet, wurde ihm gesagt, dass das nicht akzeptabel ist. Und Schmidt wurde beschrieben, hat aus dem Fenster geguckt, als er das gehört hat. Hat Reagan gar nicht angeguckt und wurde ihm als arrogantes Verhalten. Und dann hat Reagan gesagt, jetzt ist Schluss. Schmidt, den sie die ganze Zeit getragen hatten, trotz Sozialdemokratie, weil er Nachrüstung und sowas initiiert hat, war dann unten drunter durch und dann war Ende. Aber wie kann das denn sein, dass einem deutschen Bundeskanzler auf dem deutschen Boden jemand, ein egal wer, ja, aus dem Ausland drohen kann? Muss der deutsche Bundeskanzler nicht die Sicherheit im eigenen Land genießen, dass ihm im eigenen Land sowas nicht passieren kann, weil er das Sagen hat, weil er hier das alles unter Kontrolle hat? Er muss den Eindruck erwecken, dass er alles unter Kontrolle hat. Aber er hat nicht alles unter Kontrolle. Denk an meine Einstiegssache mit Carl Schmitt und dem Großraum. Also das heißt, der Hegemon bestimmt darüber. Und ich erinnere dich an die Situation, dass Scholz neben Biden steht, während Biden sagt, es wird Nord Stream nicht geben. Das können wir Ihnen garantieren. Also über den Kopf von Scholz hinweg, der da steht wie ein Schüler daneben. Und er vorher angeblich ja zugesagt hat, dass das so wäre. Ja? Und die Grünen bei uns waren das ja, die gleich gesagt haben, die dagegen gearbeitet haben, gegen Nord Stream, weil ihnen auch wahrscheinlich die Wirtschaft nicht so interessiert. Das Geschäftsmodell von Deutschland ist ja mit... Aber dann würde das sagen, dass die Geheimdienste im Land versagen, weil sie müssten eigentlich so viel schon drauf haben, dass sie ihren eigenen Bundeskanzler von ausländischen Kräften nicht umbringen lassen. Das umbringen lassen, ich würde jetzt gar nicht umbringen, sondern das ist... Oder unversehrt, sag mal so unversehrt.
Und das Fall, den ich gesagt habe mit Aldo Moro, weil er so krass ist, daran kann man sehen, dass es nicht Unsinn ist, in diese Richtung zu denken, dass Druck ausgeübt wird. Der Druck kann verschieden ausgeübt werden. Aber eigentlich ist das das größte Versagen der Medien, weil der Politiker, egal wer es ist, es gab ja mal auch mal den, in der Zeit gab es den Artikel von Egon Bahr, da habe ich ihn nicht nachgefragt bei den Gesprächen, das hat mir leid getan dann hinterher, wo er geschrieben hat, dass Brandt ein Vertrag vorgelegt wurde, dass er unterschreiben soll, dass er quasi Statthalter der USA ist in Deutschland, und Brandt habe es abgelehnt. Und das ist das erste Mal, dass ich sowas gelesen habe, und es war ein Mordsakt von Egon Bahr, dass er das gemacht hat. Eigentlich ist es Aufgabe der Journalisten, danach zu gucken, wie souverän sind wir denn eigentlich? Stattdessen ist es so, dass die, wenn jetzt zum Beispiel Markus Fiedler im Interview gesagt hat, wir sind nicht souverän, kommt der NDR und möchte ihn fertig machen. Und nachdem sie beim NDR das bisher nicht gemacht haben, hat es jetzt vor kurzem der Bayerische Rundfunk im Nachtjournal, haben sie sich seine Arbeitsstelle angenommen, um die zweite zu killen, nachdem er in der Waldorfschule Oldenburg mit tätiger Intervention des Bundes der Waldorfschulen, die damals dafür gesorgt haben, dass er da rausgeflogen ist, die wollten möglichst keinen Druck von außen kriegen. Und dann auch noch von der deutsch-israelischen Gesellschaft, die da federführend war, weil die ihn einfach, das waren Antifa-Leute, die sozusagen an der Stelle damit drin waren. Das ist so, also das gibt es immer, und die Medien müssten diejenigen sein, die sagen, ja, unsere Politiker unterliegen natürlich noch anderen Zwängen von dem, wie sie handeln müssen, weil sie auf 10 Jahre, auf 20 Jahre, auf 30 Jahre, was bedeutet das, was kann man tun? Aber wir sind ja dafür da, wir Journalisten sind dafür da, das so darzulegen, wie es ist. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir darüber reden müssen, welchen Spielraum haben wir und können wir den Spielraum erhöhen, indem wir ehrlich darüber reden. Das heißt, in dem Moment, wo ein Politiker ehrlich darüber redet, ist seine Karriere beendet. Und die Journalisten müssten eigentlich diejenigen sein, die sagen, ja, aber ist es nicht so, dass sie gar nicht die Wahl haben, ob sie Nord Stream gut finden oder nicht? Offenbar fanden sie es ja gut, aber sie dürfen doch nicht, oder? Und dann wird Scholz irgendwie eiern und sagen so und was. Und dann könnte der Reporter sagen, wir haben einen Bundeskanzler gehört, der offenbar nicht sagen kann, was er will. Und wir sollten uns fragen, was das für unser Land bedeutet. Zum Beispiel, das wäre unsere Aufgabe. Und zwar normativ, dass die Journalisten sollten nur, das ist unsere Aufgabe, der Bevölkerung zu erklären, welche Interessen sind im Hintergrund eigentlich am Laufen und warum machen wir was. Und damit wir auch beurteilen können, wie sinnvoll ist das. Stattdessen wird es behandelt, als wenn wir selber Partei in einem Krieg sind und man genau aufpassen muss, dass die Wehrkraft nicht zersetzt wird. Es kommt eine vorletzte freche Frage an dich jetzt. Du warst ja erst öfter, damals noch auch von mir eingeladen bei RT in der Redaktion. Erzähl jetzt auch ganz ehrlich deine Bewertung. Was hast du für einen Eindruck von der Redaktion in Berlin bei RT gehabt, als du da warst? Ist das so ein inkompetentes Haufen, bunt gemischt, oder hast du ganz kleinen Dizin dafür gesehen, dass das alles von Kreml dort vordiktiert wird? Weil ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wir hatten ja einen Whistleblower, Daniel Lange, der hat bei uns Reportagen gedreht, und dann ist er gegangen und hat ein Buch, ein Tell-All-Buch über uns rausgebracht, und ich fand, dass er sich selbst so ein bisschen widerspricht, weil in einem erzählt er über die Morgenkonferenz, wo wir von Kreml diktiert bekommen, von einer Frau, die halt war alles genau das Gegenteil. Aber gut, er hat erzählt, ja gut, sie war kremlnah, und sie hat uns in der Konferenz dann halt erzählt, was heute die Themen an der Tagesordnung sind und wie sie zu behandeln sind. Und dann aber im selben Buch schreibt er, ja, das ist eigentlich alles unprofessionelles Haufen, das überhaupt nichts drauf hat, da sind Schreiberlinge, die einfach nur Reuters-Artikel abschreiben, so ungefähr. Und ich dachte mir, was nun? Sind das jetzt in einem Satz, suggerierst du, dass das alles Kreml-Agenten sind, und in einem anderen Satz sind das Schreiberlinge, die nur inkompetente Kreml-Agenten. Ja, also was war dein Eindruck eigentlich von der Redaktion? Nur ehrlich jetzt. Jetzt, ich dachte, erstmal, wenn man da in Adlershof war, dachte ich, oh, das ist aber groß hier. Was läuft da? Dann habe ich die Büros gesehen, und dann habe ich gedacht, okay. Die sind halb leer. Ja, genau. Und dann habe ich mich immer gefragt, weil das immer die Frage intern für mich ist, wie
wie sind die Abläufe, welche Themen kommen. Und dann habe ich gesehen, die Leute, mit denen ich zu tun hatte, waren immer überzeugt von dem, was sie machen. Und dann ist es aber im ZDF, wenn du jetzt auf der Linie bist, ist das nicht anders. Die Leute sind auch meistens überzeugt von dem, was sie machen. Das sind keine bezahlten Leute. Das ist immer eine ziemlich dumme Variante, sondern man sucht sich die Leute, die tatsächlich ja in die Richtung von alleine arbeiten, denen man, wenn man sie füttert, nicht noch erzählen muss, was sie zu sagen haben. Ja? Und ich fand, ich war immer neugierig, weil ich habe RT begriffen als außerordentlich interessantes Korrektiv zu dem, was wir ansonsten hören. Also sozusagen eine wesentliche Stimme, der man zuhört. Ich habe RT Englisch, habe ich gedacht, okay, die können jetzt ja mal eine Nummer professioneller werden mit vielem, was sie machen. RT Englisch hatte ganz andere Leute, war auf einem anderen Level. Gerade als RT anfing, war das nicht so besonders, ja. Was da produziert wurde. Aber warst du nicht überrascht, dass es viel weniger Leute da waren? Hättest du das größer eingeschätzt oder war das ungefähr genauso? Nein, habe ich nicht. Ich habe gedacht, das ist im Aufbau. Ich habe gedacht, das ist jetzt, man hat hier Räumlichkeiten, wo man expandieren kann. Aber da sind ja noch nicht genügend Leute da, um die Räumlichkeiten zu rechtfertigen eigentlich. Ja? Das war das eine. Dann hatte ich mit Ivan Rodionov zu tun an mehreren Stellen. Auch gab es mal Probleme mit jemand, der für euch gearbeitet hat. Ich will den Namen jetzt nicht nennen. Mit ihm, die mir dann unterstellte, also war sozusagen intern und die sagte, du hast dafür gesorgt, dass ich meinen Job da verliere. Und dann habe ich Ivan Rodionov angerufen und habe gesagt, ich möchte nicht, dass jemand seinen Job verliert. Ich streite mich auch mit Leuten, aber ich will nicht, dass die Konsequenz ist, dass jemand rausfliegt. Bitte, wenn es geht, mach das rückgängig und bitte ohne großes Aufsehen. Wir brauchen da nicht drüber reden. Ich möchte einfach nicht, dass wegen Problemen mit mir, und dann dachte er, ich weiß nicht, wovon du redest, ja. Ich habe den, habe ich zum Beispiel, den schätze ich sehr. Ich habe ihn, das habe ich dann nicht verstanden, warum er dann, es gab ja so eine Zeit, wo RT so ein bisschen fluffiger Osterhase werden wollte, ne? Wo es darum ging, harmloser zu werden. Und ich habe gedacht, die Chris Hedges-Richtung in Deutschland wäre gut. Also das heißt, in diese Richtung zu gehen. Wenn ich unterwegs war, ich war zum Beispiel in Vietnam und dann konnte ich mir alles angucken, Deutsche Welle, BBC, CNN, RT und habe dann, das mache ich immer, Sepp, ja, sozusagen von einem und das war, aber ich bin immer bei RT hängen geblieben, weil das am interessantesten war, RT Englisch, ja, und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich, also ich war, habe gedacht, kann man noch mehr draus machen, so würde ich das sagen, aber ich habe ja zum Beispiel, du hast mir ein paar Mal erklärt, du hast mir das gezeigt, eine Sache, das weiß ich noch, da waren wir am Computer und hast gesagt, bei uns wird darüber diskutiert. Das ist keine Sache, die so einheitlich ist, wie hier dargestellt wird. Dann hast mir dann die Webseiten gezeigt. Du hast gesagt, wir haben viel mehr, auch viel mehr interne Kritik, als ihr hier jemals mitkriegt. Aber ich war gar nicht, niemand, der jetzt groß überzeugt werden musste. Ich habe das, ich höre mir das alles an. Ja, und ich habe sogar schon, ich habe Themen abgelehnt. Also es ist nicht so, dass zu mir gekommen, also Rodionov zum Beispiel zu mir gekommen ist und hat gesagt, du machst jetzt dieses Thema und zwar so und so, sondern es war viel mehr, guck mal, Mascha, hast du davon gehört, hättest du Bock? Und es kam schon durchaus dazu, dass ich gesagt habe, nee, dieses Thema möchte ich nicht. Natürlich kannst du nicht einfach nur sagen, nee, möchte ich nicht, sondern du musst schon gut sachlich begründen. Zum Beispiel kann ich mich noch ganz genau an ein Thema erinnern. Da war irgendwelche Ukrainer, die haben, also zwei, drei Ukrainer, die haben in so einem eingefrorenen See im Eis ein Hakenkreuz rausgeschnitten im Eis. Und ich wurde gefragt, ob ich dieses Thema machen möchte. Und ich habe mich dagegen gestimmt und habe gesagt, ich bin grundsätzlich gegen sowas, weil ich finde, dass es der ukrainischen Bevölkerung nicht gerecht wird. Es sind sehr viele prorussische Leute da. Die sind einfach nur eingeschüchtert und die haben Angst, ihren Maul aufzumachen, weil sie mindestens verprügelt werden. Mindestens. So. Und das weiß ich auch nicht einfach aus den Medien. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das weiß ich, weil ich dort Freunde habe, die mir das berichten regelmäßig und Verwandte, die mir das berichten. Okay, also es ist nicht aus den russischen Medien. Und ich habe gesagt, dass das, ich finde es schade, dass man so einen Keil gemacht hat zwischen der russischen Bevölkerung und der ukrainischen, weil es gibt hier leider viele Leute, die auch verallgemeinern, alle Ukrainer unter in einen Haufen schmeißen und sagen, die alle hassen Russen. Das ist nicht wahr. Die meisten Ukrainer sind
sogar, ich würde sagen, meine Einschätzung, ich mag vielleicht falsch liegen, meine Einschätzung als Ukrainerin, die meisten Ukrainer sind auf der russischen Seite. Nur darfst du das laut nicht sagen. Laut darfst du nur in der Ukraine sprechen, wenn du pro russophob bist, wenn du Russland hast. Nur dann darfst du das laut sagen. So, und jetzt kann man dann natürlich selber 2+2 zusammenzählen, welche Meinung wird dann öffentlich verkündet. Die gegen also Russland, was ich sagen kann, ist, 2021 war ich auf der Krim und habe mit Leuten geredet und bisher so und auch jetzt in Weißrussland. Ich hatte ein Interview mit einer Frau in Weißrussland, wo ich gefragt habe, wenn sie jetzt 3 Minuten haben nach Deutschland, was ist denn ihre Botschaft? Und dann war ausnahmslos, wir möchten Frieden, ausnahmslos bei allen Interviews, die ich geführt habe. Und sie sagte dann, wissen Sie, ich habe Verwandte in Polen, ich habe Verwandte in den baltischen Staaten, ich habe Verwandte in der Ukraine und ich habe Verwandte in Russland. Und es gibt keinen Grund, wir gehören alle zusammen, warum wir uns abschießen sollten. Wenn Sie uns das nächste Mal sagen, schießt aufeinander, sollten wir sagen, wir rennen einfach weg. Und dann habe ich gedacht, und das habe ich auch in der Krim habe ich gehört von Leuten, die sagen, jeder hat ja Verwandtschaft, Familie. Ja. Über die Bande. Und das ist keine, ich habe das erlebt dann, ich habe dann gedacht, das war jetzt meine Erfahrung, ich habe das erlebt. In der Stadt, wo ich in Hessen gelebt hatte, gab es einen Radiohändler, Tadic, und der erzählte mir dann von Jugoslawien, wie das immer schlimmer wurde, bis es dann soweit war, dass bei den Familienfeiern die Leute sich an die Gurgel gegangen sind. Und ich sagte, wie verhindern wir das, weil es ist noch nicht so. Es sind zwei Brudervölker und die Russen wissen, dass in der Ukraine ein Großteil ihrer Geschichte angefangen hat. Und die Ukraine war ja kein eigener Staat. Das ist ja, hängt ja sozusagen engst miteinander zusammen. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich mich fragte, jetzt als sozusagen Europäer, also als Deutscher, kann ich sagen, wie kriegt man dieses Problem wieder weg? Und das, wir sind ja mehreren, also mit den Reisen, dass man Beziehungen hat, dass auch den Russen klar wird, dass wir nicht alle auf dieser Linie sind, was ihnen erzählt wird. Ja. Von uns jetzt, ja. Also gar nicht von russischer Seite. Und da habe ich immer gedacht, also mein Eindruck war, dass man das als tatsächlich wie so eine Art Bruderkrieg sieht. Es ist Bruderkrieg. Nicht Bruderkrieg. Und das ist, und deswegen, dass es eigentlich möglich sein müsste, da rauszukommen, weil das sind andere Mächte, die, das ist nicht, das sind sozusagen, da spielen andere, da wird eine Suppe gekocht, die nicht aus ukrainisch Zutaten. Ich kann dir aus meiner Familie ein Beispiel erzählen, das möchte ich auch mit der Welt teilen, ich hoffe, man hört mich jetzt. Als 2014 noch der Konflikt ausbrach, ja, 2015 eskalierte das dann und es gab dann die Mobilisierungswellen in der Ukraine. Und ich habe Verwandte in der Zentralukraine, bei denen ich zu Hause war, meine Cousins. Und da ruft mich mein Cousin an und der sagt, und ich zitiere, Schwesterherz, ich habe einen blauen Zettel bekommen. So, und jetzt stell dir vor, ich muss mir anhören, dass ich russische Propagandistin bin. weißt du, aber das macht was mit dir. Dann ist es ein Mensch, weil ich weiß noch, wie ich mich mit ihm versteckt habe im Gebüsch, damit wir eine Zigarette heimlich rauchen und so weiter, weißt du? Und jetzt ist er ein erwachsener junger Mann, er ruft mich an und sagt, Schwesterherz, ich habe einen blauen Zettel bekommen. Ich soll mit einer Waffe gegen dich und meine Verwandte in Donetsk gehen. So ging das uns in den Ukrainern und ich möchte wirklich, dass es in Deutschland auch ankommt. Das ist ein Bruderkrieg. Es wäre, als wenn wir auf die DDR, im Zeichen des Kalten Krieges auf die DDR geschossen hätten. Wer hätte das gewollt? Wir hätten genügend Arschlöcher gehabt, die das auf beiden Seiten vorantreiben, aber es wäre ein Bruderkrieg gewesen und wir waren in der gleichen Situation. Der helle Wahnsinn, dass Deutsche auf Deutsche geschossen hätten und das ist ähnlich, diese Sache ist ähnlich damit vergleichbar. Und deswegen nochmal die deutsche Verantwortung und wir haben da schwerste Schäden, also auch Schuld auf uns geladen. Meine Generation jetzt mit Minsk 1 und 2, also dann hinterher zu sagen, April haben wir alles nur gemacht, damit die Ukraine möglichst an viele Waffen kommt, um die Russen zu bekämpfen. Und das auch noch lauthals zu sagen, frage ich also sozusagen, was ist das denn? Ja, also zu sagen, wir sind
wir haben keine Ehre. Wir sind Leute, mit denen man am besten über den Lauf einer Schusswaffe redet, weil das, was wir sagen, hat keinen Bestand. Und wir haben es noch nicht mal vorgehabt, dass es Bestand hat. Wir sind nicht gezwungen worden, sondern das war unsere, wir wollten super cleverless sein und sind große Lügner und erzählen aber der ganzen Welt was von Menschenrechten, Freiheit, Demokratie und so weiter. Gaza, ja, oder Ukraine oder Minsk 2, kann ich auch sagen dazu. Und dann Satz zu stehen, und wer soll uns denn noch, wer soll uns danach denn noch glauben? Also wenn jetzt zum Beispiel Harald Kujat und Hajo Funke und Peter Brandt und Horst Telcek, alles sehr ehrenwerte Leute, mit einem Friedensvorschlag für die Ukraine kommen, der auch gut ist, ja, und dann kannst du sagen, okay, ist das jetzt Minsk 3, ja, geht so weiter, das ist an der Stelle, das wäre, bitte kapieren, dass erstmal, so sollte man nicht sein, so kriegt man keinen Respekt und man wird zu Recht keinen Respekt kriegen und es ist dumm, es gibt keinen Grund, das zu tun, außer dem kurzen Vorteil, auf der und für die alle die Leute, die unter Atlantikbrücke kapieren. Das ist Verrat. Es ist in gewisser Weise ein Verrat am eigenen Land, weil es nicht mehr darum geht zu kapieren, wo können wir denn hin in Zukunft? Wo wollen wir denn hin? Was wollen wir denn in Zukunft erreichen? Und deswegen, aber deswegen sind so Leute wie Olof Palme abgeschossen worden oder Aldo Moro oder Dag Hammarskjöld oder Enrico Mattei. Ja, und das hat ja auch in gewisser Weise Beispiele statuiert, ne? Für die weiteren Leute, die dann gesagt haben, ich möchte dasselbe Schicksal nicht erleiden wie Olof Palme, also mache ich lieber mit, was auch immer mitzumachen. Das ist ja den, also sozusagen, ich erwarte, dass die Leute Manns und Fraus genug sind, an der Stelle zu sagen, nee, nicht mit uns. Und man kann das auch noch Bertolt Brecht-mäßig, Keuner-mäßig sagen, sozusagen, manchmal muss ich vielleicht den Mund halten, dazu werde ich nicht gehören, ja. Aber vielleicht können das Leute sagen, manchmal muss ich den Mund halten, aber wenn ich die Möglichkeit habe, ich weiß, was ich will, geht's andersrum. Und wenn das alle machen, wenn alle sagen, in dem Moment, wo wir jede Möglichkeit, wo es nicht um eine Existenz geht, nutzen, um in die andere Richtung zu gehen, wird der Druck so groß werden, dass man dagegen nicht ankommt. Das ist ja, und das haben übrigens, das können uns die Leute aus der DDR, können uns das erklären. Das, die haben mehr Mut, mehr Zivilcourage gehabt und das ist leider nicht genügend Einfluss, hat nicht genügend Einfluss bekommen. Also deswegen 89, ich habe gerade am Sonntag haben wir darüber geredet, 89, wir brauchen 89 Reloaded. Diese Momente, wo die Leute am runden Tisch geredet haben und merkte, Mann, da sind ja überall Leute unterwegs, die wir können, es ginge ganz anders, es wäre möglich, rauszugehen aus diesen Leuten, die uns die Käfige bauen, innerhalb deren wir Pirouetten drehen dürfen, ja. Es ginge anders. 89 Reloaded wäre sowas. Ich hatte überlegt, ich mache jetzt werde meine eigene Webseite. Das, ich habe ja nichts zu tun, mache ich also auch noch. Ein Projekt geht noch, eins geht immer noch. Und ich hatte überlegt, das heißt entweder Salon Gabi, also für Friseursachen, oder ich habe überlegt, ob ich es in Kyrillisch schreibe als Perestroika, was dann, ich bin ja sozusagen, ich weiß, dass Gorbatschow keinen guten Ruf hat, aber Umbau wäre dringend nötig. Ja? Und das wäre die Erinnerung daran, was wäre da möglich gewesen? Das ist fast, es ist Verrat, was da stattgefunden hat an den Möglichkeiten. Und das, da waren wir, sind wir falsch abgebogen. Aber das hat man ja schon zumindest auch, weißt du, was mich wundert, ist ja, hast bestimmt mitbekommen, Merkel gibt das sogar zu in einem Interview gegenüber Zeit. Ich habe gefragt, was reitet die? Weil selbst wenn sie, was soll das, das auch noch öffentlich zu sagen? Also sozusagen, nachdem aber, guck, man. Es gab keine Aufregung. Niemand regt sich auf darüber. Die Frau gibt öffentlich zu, dass sie nie vorher, also dass sie Minsk 3, Minsk 2 sabotiert haben. Und keinen interessiert es. Es bleibt ein kleiner Artikel irgendwo in der Zeit online, der keinen interessiert. Und sag mal, bevor es zu unseren letzten frechen Fragen übergeht, wollte ich dich noch zu deinem neuen Buch befragen. Worum geht es in deinem neuen Buch? Ich war so begeistert, aber wir konnten nicht so lange am Telefon sprechen. Was ist das für ein neues Buch, an dem du arbeitest? Worum geht es da? Ja, das neue Buch, ich arbeite, habe eigentlich das komplett durchrecherchiert, mit Ausnahmen, mit geringen Ausnahmen. Das ist der Herrhausen-Mord und ich habe ein Problem, weil ich so viel rausgekriegt habe. Ich sage das jetzt mal so, wenn ich das veröffentliche, was ich auch unbedingt tun will, werde ich große Schwierigkeiten bekommen. Und zwar von wem? Bevor man aus unseren Staatsapparaten. Weil
Ja, also sozusagen gäbe vielleicht auch noch in der RAF Leute, die das nicht gut finden, aber das wäre jetzt nicht mein Problem. Das Problem ist, dass ich zeigen kann, dass da irgendetwas ganz faul ist an dieser Geschichte. Und zwar anhand der wichtigsten Figuren aus dieser dritten Generation RAF, von denen wir noch nie etwas gehört haben. Und das geht eben über, das ist eine so ähnlich, also es hat eine Ähnlichkeit mit Aldo Moro, es hat eine Ähnlichkeit mit, vor allen Dingen mit Enrico Mattei. Ich habe das und auch eine gewisse Ähnlichkeit mit, deswegen diese vier Fälle kommen in meinem Buch auch vor, Dag Hammarskjöld und Olof Palme. Also das heißt, wenn jemand wie Herrhausen, das ist meine Analyse, auf der einen Seite, wer hat das getan und die andere Seite ist, warum wurde das getan? Und aus meiner Analyse hat das mit den Möglichkeiten, die sich ergaben, am Ende des Kalten Krieges in Europa zu tun und den Ideen, die und Herrhausen hatte einen Plan dazu und der bestand darin, dass man eine Wirtschaftszone von Lissabon bis Vladivostok macht und ähnlich wie der auch mal bitte bei Palästinensern und Israelis dran denken, wie es möglich war zwischen Deutschland und Frankreich, also den Erbfeinden, eine Situation zu kriegen, dass sie der Motor der europäischen Einigung geworden sind und dass meine Kinder sich nicht vorstellen können, dass Frankreich sozusagen ewige Feindschaft mit Frankreich, Erbfeind, ja, da gucken die mich an sozusagen wie so ein Maki im Urwald mit solchen Augen. Das war die Grundidee, dass man das ging ja los zwischen Deutschland und Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Das hat mir Egon Bahr übrigens genau auseinanderklamüsert. Über die Montanverträge, also auf wirtschaftlicher Zusammenarbeit Kohle-Stahl und dann, das ist Entspannungspolitik, Wandel durch Annäherung. Man vertraut sich, man weiß, da kann man zusammen und dann geht es weiter und dann gibt es eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft und daraus wird dann eine EU, auch wenn die jetzt nicht super, super geworden ist, ja, aber von Todfeindschaft, Kriege führen, die ganze Welt in den Krieg stürzen. Bis wir haben zusammen Fernsehsender Arte, der ein super Programm macht. Ist ein langer Weg, den man gut zeigen kann. Das geht, ja. Und das war also so in das war die Idee von Herrhausen. Wir kommen mit Russland, mit Gorbatschow, den er kennengelernt hat und den er immens geschätzt hat und verteidigt hat. Dafür habe ich einige Beispiele bei internationalen Besprechungen gegen zum Beispiel Amerikaner wie Henry Kissinger. Gesagt hat, ich war da, ich weiß, was los ist und das ist echt, das Argument von den Amerikanern war, das ist alles nur vorgetäuscht, damit es Kredite gibt und damit die Waffen kaufen können. Und er sagte, nein, das ist sehr schwierig und wir müssen helfen, wir müssen unterstützen, wir müssen helfen, und wir müssen aufmachen. Er sagte, wenn wir glauben, dass unser System und unser Wirtschaftssystem überlegen ist, warum haben sie Angst aufzumachen? Dann sollte die andere Seite Angst haben, nicht wir. Und der war guten Willens. So wie Willy Brandt guten Willens war, so wie Olof Palme guten Willens war. Und das passte nicht in die Landschaft, weil gesehen wurde, es gab nicht bei allen Amerikanern auch wichtig, viele auch in der Reagan-Regierung waren froh, dass der Kalte Krieg zu Ende ging, ohne nuklearen Holocaust. Aber es gab dann die Fraktion Cheney, Wolfowitz, Rumsfeld, die ja damals schon aktiv waren, ja, die dann das so sahen, dass man die Beute, warum den russischen Bär, der krank ist, aufpäppeln, damit er im Wald rumlaufen kann und hübsch aussieht, wie ein Nationalpark. Wir schießen den Bären, hängen das Fell an die Wand, weiden ihn aus, und dann weht die Exxon-Fahne über den russischen Gasfeldern. Wir haben den Kalten Krieg gewonnen, wir holen uns jetzt die Beute. Und dagegen stand das, was Herrhausen vorhatte, wir können diesen Moment nutzen für ein vernünftiges, wirklich vernünftiges Miteinander, was Europa über den Ural hinaus in eine eurasische, also das heißt, das war ja damals noch nicht Thema, China war nicht so wichtig, ja. Also in eine gemeinte, das war, Russland war wichtig, Sowjetunion war wichtig, in eine gemeinsame friedliche Zukunft. Da hat er die Möglichkeiten gesehen. Und das ist der Teil von meinem Buch. Und jetzt, wenn ich daran gehe, kann ich sicher sein, dass ich mit Gerichtsverfahren überzogen werde. Das kenne ich ja schon von Wickighausen. Ja, und Aber ich dann. wünsche dir das wirklich nicht. Ich hoffe, dass es alles gut geht. Wir haben Und da, der, ich habe den vielleicht Verlag kannst du nämlich dann nach Russland gebeten. ziehen. Ja, das ist tatsächlich, ich war schon, ich habe immer, als ich auf der Krim war, das erste Mal, habe ich gedacht, warum eigentlich nach Nizza? Gibt doch hier. Also das ist, und es ist ja auch wirklich, es ist ja von der Natur her, es ist unglaublich, unglaublich. Dieses Land ist,
Also da gäbe es so viel zu entdecken, wenn man hingeht. Und wenn man Naturmarkt, ist es unendlich. Ich habe ja 2017 bin ich das erste Mal an einem See gewesen, wo hätte ich habe nicht gebadet, aber da waren die Kühe im Wasser. Habe ich nie vorher, hab ich nie mit Kühen gebadet, kannte ich nicht. Ja? Das kenne ich auch von der Schweiz. Das kennst du von der Schweiz, mit Kühen im See? Okay, kannte ich Und ich nicht. habe Ich da habe gedacht, gebadet. also ich habe das so, das waren so viele solcher Momente. Also das heißt, also das Buch, ich bin sehr daran interessiert, weil es wirklich sowas wie mein Opus Magnum werden könnte, weil ich ganz viel erklären kann daran, was da abgelaufen ist. Eine von den Sachen, die mir sehr wehgetan hat, war, ich habe viel über alle möglichen Kontakte versucht, mit Sergei Karaganow zu sprechen, weil der war der Vizepräsident der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft. Und der ist dann, 2014 war es, glaube ich, ist er raus. Und danach ist er komplett gesäubert. Das deutsche Internet ist gesäubert von seiner Tätigkeit als Vizepräsident der Herrhausen-Gesellschaft. Und Karaganow ist ja ein ganz wichtiger Mann jetzt in Russland. Und mich hätte sehr interessiert, er muss, also es gibt auch andere Fragen, die ich noch habe, zum Beispiel, dass ja die Sowjetunion im März 89 das erste Mal ihre Auslandsschulden nicht mehr bezahlen konnte. Das war ganz wichtig. Also Herrhausen hatte sich, jetzt komme ich nicht auf den Namen, eine Investmentbank, JP Morgan war eine, Morgan Grenfell hatte er gekauft für 2 Milliarden Mark damals, ja, also einen Haufen Geld. Und die hatten 80% der sowjetischen Auslandsschulden in Großbritannien. Und er hatte gesagt, die Deutsche Bank wird in Zukunft als DB Debt Reduction Bank berühmt werden, Schuldenverringerungsbank. Also sozusagen, dass man, und er hatte Pläne für eben für eine osteuropäische Entwicklungsbank, die dafür Also sorgen eigentlich sollte, dass eine man, Antibank, kann man so ja, also sagen. für eine Bank, so wie man Bank verstehen könnte, dass sie ermöglicht, dass es Geschäfte gibt. Also es ging bei ihm immer nicht um Shareholder Value, sondern sozusagen das Gemeinwohl zu fördern. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, wo man kapieren muss, wo der herkommt. Und er war ein absolut brillanter Kopf. Also wenn ich die Sachen lese und dann, wie die darauf reagiert haben in der deutschen Politik, dann kann ich sehen, die haben das nicht kapiert. Die CDU war für ihn, weil er Banker war, und die Grünen waren gegen ihn, weil er Banker war. Aber die haben nicht, dass der in ganz andere Dimensionen wollte. Ja, das war denen auf beiden Seiten nicht wirklich klar. Aber das ist, und ich würde, der versucht, Karaganow hat nie funktioniert, dass der Kontakt hatte, und auch mit Leuten, die, es muss noch Leute geben, zweite Reihe aus der Wirtschaft. Die letzten Gespräche, die Herrhausen geführt hat, waren mit den sowjetischen Delegationen in Wirtschaftsfragen. Und diese ganze Frage, was da diskutiert wurde, wie das aussehen sollte, diese osteuropäische Entwicklungsbank, die Art und Weise, er sagte, nicht einfach Geld geben, sondern Manager mit ausbilden und vielleicht eine Sonderwirtschaftszone, Kaliningrad. Also es gab viele Ideen, wie man das so anschieben kann, dass es für alle Seiten einen Vorteil bedeutet, dass Russland eine funktionsfähige Wirtschaft kriegt und man ihnen aber gleichzeitig nicht das Fell über die Ohren zieht, sondern sagt, wir haben euch als, es ist ja immer, das wäre klug, sagen, erinnert euch dran, der hat euch geholfen, als es wichtig war. Wenn man dann sagen könnte, das waren wir, das hält. Das ist eine Sache, auf der man aufbauen kann. Das war das, und ich bin, also auf russischer Seite ist das nachvollziehbar, sage ich, aber die Bereitschaft, mit mir zu reden, von Leuten, die in der Politik was zu sagen hatten. Ich habe Silajew probiert, aber da ist dement. Der war, als ich angefragt habe, haben die mir gesagt, er weiß nicht, wer er selber ist. Ja, also es muss aber Leute geben. Da bin ich immer noch dran. Das ist das Einzige, was mir da noch fehlt. Ich habe genug, also ich brauche es nicht notwendigerweise. Aber ich würde das Buch gerne rausbringen, und ich möchte eigentlich von dem Verlag die Zusicherung haben, dass ich juristisch, und zwar schriftlich haben, dass ich eventuelle Prozesse nicht auf meiner Backe liegen. Ja, sondern dass wir haben darüber geredet am Sonntag, ob man so eine Art Fonds aufmacht, wo Leute Geld einzahlen, was nicht benutzt wird, nur für den Fall, dass es Prozesse gibt, weil ich bin sicher, wenn ich das veröffentliche, was ich habe, dann wird man versuchen, mich fertig zu machen. Krass. Oh, Dirk, ich wünsche dir wirklich ganz, ganz viel Durchhaltevermögen, weil ich würde mir das Buch kaufen. Ja. Ich wollte es dir von dir auch nicht geschenkt haben. Ich möchte das kaufen. Aber du Das wird kannst leider gerne nichts. gern Ich mit bekomme deiner Zuschläge. Unterschrift. Jetzt sind wir bei den letzten frechen Fragen angelangt. Meine letzten Fragen sind immer, ich nenne das leichte Kost,
weil wir wollen mit irgendwas Witzigem rausgehen aus doch recht ernsten Themen, die wir besprechen. Aber es ist hier nicht alles nur schlimm, es gibt auch gute Sachen, wie zum Beispiel Drogen. Kein Witz. Aber ich wollte, weißt du, wenn ich dich so angucke, du bist ein Mann, der so viel politisch in so schweren Themen sich bewegt. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie er so als Teenager war. Und hat er jemals Gras geraucht? Hast du jemals Drogen genommen? All diese Sünden? Ich bin bei Gras hängen geblieben. Also ich habe nichts anderes. Ich habe einmal... Also keine synthetischen Drogen? Nein, das gab es ja gar nicht. Das war, also ich bin zu alt. Also das gab es gar nicht. Also Speed gab es. Speed gab es. Also Amphetamine, ja, aber das zum Beispiel Ecstasy gab es noch nicht, das war später, da war ich 30 oder sowas, wo das kam, da war ich ja schon Papa, da war es nicht so gut die Idee, dass man, also ich habe so mit, ab 16, ich habe sogar selber meine... Aber Gras hast du geraucht, probiert? Ja, das habe ich probiert und das hat mir auch ausgesprochen gut gefallen, muss ich sagen, das wäre eigentlich auch jetzt so in groß Frage, in der Richtung. Ich fand's interessanter als Alkohol. Alkohol macht so dumm, ja. Also mir geht's nicht wie dir, wenn ich ein Bier trinke, merke ich's nicht. Ich mag's gerne und schmeckt mit Alkohol auch besser. Aber ich war das letzte Mal mit 18 besoffen. Das ist, ich bin danach nie wieder betrunken gewesen. Das ist kein Zustand, den ich mag. Aber so sozusagen Champagner-Dosis Gras habe ich bis ich Vater wurde sehr gerne gehabt, ja. Also so, dass man es gerade ein bisschen merkt, weißt du? Also so, also ich mochte das nie so sediert zu werden und weg zu sein. Aber danach habe ich es einfach alles bleiben lassen. Das war dann nicht mehr das vereinbar. Fast vereinbar. Es war dann auch, für mich ist zum Beispiel Natur, deswegen ja mein Grundstück am Chaco, das du mir ermöglichen wirst. Natur ist für mich das Allergrößte. Das ist, was ich aber nochmal machen will tatsächlich, ist Ayahuasca. Davon habe ich so viel gehört, dass mich das unbedingt, das will ich unbedingt machen. Ja. Ich habe auch da Unterschiedliches gehört, aber da habe ich auch gehört, dass das nicht für jeden, also da muss man schon eigene Grenzen gut einschätzen können. So du musst, glaube ich, geführt werden. Also es ist eine Sache, das ist ja eine spirituelle Erfahrung und keine Partydroge. Also ich bin mit großem Interesse, das mit Matthias Bröckers, der ja sozusagen alles kennt, was es da an chemischen Verbindungen gibt auf dem Sektor und auch wächst, also hauptsächlich wächst, der ist ja auch. Aber zum Beispiel Eloises, also diese Geschichte mit das Buch von ihm, Rückkehr nach Eloises, oder auch das interessantesten Bücher, das ich in den letzten 20 Jahren gelesen habe, ist von Muraresco, The Immortality Key. Das gibt es leider nur in Englisch, was ich überhaupt nicht verstehe. Es hat immens 2500 Rezensionen und 4,8 Sterne oder sowas, ja. Über Eloises ist eine Sache, was ich von Philosophie kenne. Also ein Mysterium, was mit so einer Art, Mutterkorn, also LSD ist Lysergsäure-Diethylamid und Mutterkorn ist Lysergsäure-Ethylamid. Und also damit mit verschiedenen, die haben da große Kenntnisse gehabt, die Griechen, und das war ein zentrales Element, eben nicht als Partydroge, sondern um zu erkennen, dass man mehr ist als ein physisches Wesen. Dass man also, der Satz dazu war, wenn du stirbst, bevor du stirbst, stirbst du nicht, wenn du stirbst. Das ist heute noch auf dem Berg Athos. Und also diese Variante, also die Bewusstseinserweiterung, ja, das ist, da bin ich immer noch mit Neugierde dran, aber Ayahuasca würde ich wirklich nur nicht selber, also nicht so, ich kaufe mir das und dann gehe ich mal in mein Gartenhäuschen und dann weiß ich nicht, was passiert. Und Sonst kann es sein, dass du das Buch nicht vollendest. Ich kenne aber mehrere Leute, die gesagt haben, für sie ist das eine existenzielle Erfahrung gewesen für ihr Leben. Ja. Nikolai Biner war einer von denen, ja. Wer? Nikolai? Nikolai Biner, das ist dieser deutsche Kabarettist, der zum Glück noch ein richtig witziger, von dem es nicht mehr, seitdem Volker Pispers in Ruhestand gegangen ist, habe ich lange nicht mehr so gelacht wie bei Nikolai Biner. Und der kenn ich gar nicht, schreibe ich gleich mal auf. Ja, der ist richtig gut, ja. Der ist auch der Einzige, in der deutschen Kabarett-Szene momentan, wo ich sage, der ist echt witzig und er wagt sich an Themen wie Covid. Also der ist jemand, der da auch wirklich sich den Mund nicht verbieten lässt.
Deswegen wurde er auch übrigens oft gecancelt. Aber der macht trotzdem weiter. Mann, wo sind wir hingekommen? Ja, ja, was darf Comedy? Was wäre deine letzte Frage an mich? Ich würde gerne wissen, hast du dich in Deutschland mal, du brauchst nicht singen an wen, hast du dich mal unsterblich verliebt in Deutschland? Also sozusagen, oder ist das immer in deinem Kulturkreis geblieben? Da muss ich sagen, ich glaube an sowas gar nicht, an unsterbliche Liebe. Oh, okay. Ja. Okay, gut. Mhm. Nee, ich bin da vielleicht, ja, ich glaube das gar nicht. Und ich habe mal mich mit Psychologie beschäftigt und herausbekommen, dass dieses ganze unsterbliche Liebe ist viel mehr, ich weiß, dass das jetzt, ich bin interessiert, ob das jetzt eine Diskussion hervorruft. Jede Diskussion wäre gut. Aber angeblich haben die Psychologen herausgefunden, schon vor einigen Jahren, dass Männer und Frauen ja auf unterschiedliche Art und Weise lieben und Liebe empfinden. Und Männer sind da eigentlich so diejenigen, die eine Frau bis zum Ende ihres Lebens lieben. Sie können fremdgehen, sie können andere Frauen noch mit anderen Frauen zusammen sein, aber lieben tun sie diese eine. Das ist aber nicht so, wie Liebe bei Frauen funktioniert. Bei Frauen, die brauchen da ständig irgendwelche Schmetterlinge im Bauch. Immer wieder, mal wiederholt. Es ist die Natur der Dinge. So, und vielleicht liegt das daran, dass ich jetzt halt als Frau sage, ja, unsterblich verliebt, weiß ich nicht. Vielleicht als Teenager. Ja, aber mittlerweile bin ich ja 40 und ich sehe das alles nicht so schwarz und weiß, würde ich sagen, ja. Ja, ich glaube, für mich hat Liebe in erster Linie was mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen, ich glaube nicht, dass ich kann nicht lieben, ohne zu vertrauen. Geht nicht. Und für Vertrauen brauche ich Zeit. Ich kann nicht jetzt jemanden sehen und sagen, ach, das ist der eine für mich. Nee, so läuft das bei mir nicht. Ich brauche mehrere Situationen mit diesen Menschen durchzuleben, wo er sich als beweist, als jemand, der mich vertrauen kann. Nur dann kann ich sagen, okay, da entwickelt sich was. Ja. Okay, gut, du bist sehr vernünftig. Wie ist es bei dir? Das ist ja interessant. Ich bin unsterblich verliebt. Ja, ich bin hoffnungsloser Romantiker, also schon immer. Und ich habe das, also sozusagen unsterblich verliebt, aber sozusagen, dass ich merke, da bewegt sich der Boden, das hat es 3-4 Mal gegeben bei mir. Und dann weiß ich auch, mit den Leuten habe ich was zu tun und das kann man explorieren. Also ich weiß, dass da was ist und das geht weiter. Aber im Grunde genommen hast du recht und auch die Wissenschaft sagt einem ja, das heißt serielle Monogamie. Also man hat die Neigung zu einer Beziehung, aber die ändern sich im Laufe des Lebens. Aber wie gesagt, ich bin ja auch schon jetzt 273 Jahre verheiratet. Also das heißt, dass ich liege da... Wie lange bist du verheiratet jetzt? Ich habe jetzt den Scherz, 200, ich muss jetzt nachdenken. Warte mal, das ist... Ich habe gedacht, ich habe mich verhört. Okay. Das sind, glaube ich, 38 Jahre jetzt, bin ich ganz sicher. 38. Ja. Also das ist... also das ordentlich. Heißt... das ist aber... das ist ja nicht die ganze Zeit unsterblich verliebt, sondern das ist was anderes. Das ist dann so, wie du das jetzt eher beschreibst, auch dass man sich selbst in Situationen, wo es Scheiße regnet, weiß, da ist immer noch was da. Das ist für mich ist eine große Sache. Also ich lege großen Wert auf Ritterlichkeit, auch von Seiten der Frauen, von beiden Seiten. Und wenn man das erfahren hat, dann kann man auch... Ja, finde ich auch, ja. Ja, dann kann man... Ja. Das war also deine freche Frage. Und meine letzte Bauchbinde für dich... wäre Antwort auf die Frage, wie hat dir mein Podcast gefallen? Ich finde die Idee der gegenseitigen Fragen finde ich sehr, sehr munter, finde ich gut. Ja? Und ich finde, das wird jetzt schleimisch, ja, wenn ich zu viel sage. Ich halte sehr viel von dir und deswegen, also eine von den Sachen, die ich noch loswerden will, wir haben ja dieses Origin News, diese Plattform und ich hoffe, du warst ja eine von denen, die ganz am Anfang in den ersten Präsentationen waren. Wir versuchen gerade diese zunehmenden Schwierigkeiten zu lösen, die sich mit Geldflüssen zwischen Russland und Deutschland
Es ist schwieriger, als wir gedacht haben. Es gibt Lösungen dafür, aber da sollte man kräftig dran arbeiten. Es wird ja wirklich alles gekappt, alle Verbindungsmöglichkeiten, die es gibt. Ja. Aber da werde ich noch kommen, weil ich habe jetzt drei strategische Partner gefunden. Ich sage jetzt nicht welche, weil wir noch in Verhandlungen sind. Verhandlungen heißt, wie wird das Ganze aussehen? Und das eine der Punkte ist dieses Interesse, Nachrichten, also unabhängige Nachrichten aus Russland zu kriegen. Und da würde ich mich auf jeden Fall noch bei dir melden. Dazu, Sehr weil ich gerne. dich eben als Independent wirklich, also so, da bin ich ziemlich amerikanisch, sage ich mal. Also das ist so mit dem Whiskyglas, mit der Schreibmaschine in so einem kleinen Büro sozusagen. Das ist mein Bild, was ich da von mir selber habe und solche. Und das eben gibt's in der ganzen Welt so Leute. Und dazu zähle ich dich. Ich schätze dich Danke. als Mitglied der journalistischen Gilde und das ist eine internationale Gilde, keine nationale. Ja. So, damit höre ich Verlässt jetzt sich auch auf, bevor ich anfange gegenseitig. zu schleimen. Ja? Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für das Interview. Ich weiß, dass du jetzt wahrscheinlich zu deinem nächsten Termin jetzt später verspätet kommst. Das tut mir leid. Aber trotzdem hoffe ich, dass dieses Gespräch dir auch gefallen hat. Und Ja, ich hoffe auf ja. jeden Fall, dass du beim nächsten Mal nach Moskau kommst, bald. Und dann führen wir mit Ich dir bin wahrscheinlich sogar bald persönliche in Gespräche. Moskau. Ich werde dir das erzähle ich jetzt nicht öffentlich, weil das Teil von dieser Sache. Ich versuche ja mit diesem Origin News aus der ganzen Welt Leute, also wenn wir über Sahelzone berichten, dass Leute aus der Sahelzone uns sagen, wie sie das sehen. Wenn wir über Gaza reden, dass jemand von Palästinensern das erzählt, dass wir jemand aus Israel haben, der sagt, was dort los ist. Und zwar jeweils Leute, die eben als Journalisten arbeiten, nicht im Auftrag des Staates, sondern und Ja. nicht im Auftrag, sondern dass wir diese anderen Perspektiven kriegen. Das ist der Sinn dieses Projektes. Das gilt dann für diese ganzen Länder. Das gilt auch Aserbaidschan zum Beispiel, hätte ich das gerne gehabt, weil die sind wirklich einfach hinten runtergefallen jetzt als Land. Also sozusagen innerhalb von 2 Wochen, puff, also Bergkarabach. Ja. Bergkarabach ist Und Armenien, da gab es auch Armenien. Armenien ist sozusagen Dauerproblem. Also von all Demonstrationen, diesen ja. Sachen, daran arbeiten wir, dass das anders möglich ist. Und das muss es geben. Also wenn ich das schaffe, dass es das funktioniert und dass es sich über Wasser hält und dass wir, wie wir vorhaben, auch Journalisten zu fördern dabei, also die sich besonders gut heraus, junge Leute, die besonders mutig sind und Schwierigkeiten in Kauf nehmen, um guten Journalismus zu machen, was wir vorhaben. Und dann habe ich das, was man sozusagen wenn man einen Wald pflanzt, tut man das für die nächste Generation. Und das würde ich gerne. Das wäre mein Wald, den ich weitergebe. Ich hab mich bei Origin News auf jeden Fall bereits angemeldet und ich will da auch ein paar Beiträge von mir schon reinstellen. Ich bin auf Es jeden Fall muss jetzt, begeistert weißt du, der Markt, von die Idee ist super, da braucht mir keiner, die weiß ich, dass sie super ist. Was wir brauchen, ist Leute, die da drauf sind. Das muss, damit das Geschäft funktioniert. Und da bin ich gerade dabei. Das wird nicht einzeln gehen, sondern das muss strukturell sein. Dass Leute sagen, okay, und ich habe zum Glück, ich habe mehrere Leute jetzt getroffen, die das sehr schnell kapiert haben, aus dem Medienbereich sind. Und ich werde auch versuchen, international genau das zu haben. Also das heißt, das ist mein wichtigstes Projekt auf lange Sicht. Das ist das Buch als Einzelprojekt von mir und diese Plattform, weil die hat die Chance, den Journalismus weltweit zu verändern, wirklich systemisch zu verändern. Und deswegen Ja, ist und meine dafür beste braucht man noch Idee. nicht mal einen, also du brauchst keinen Journalistenausweis, ja? Also so. Nein, was du brauchst, ich ausweise gute Güte, ja. Das ist wie Christen mit Parteibuch. Gott wird sich nie dafür interessieren, dass du für ein Ja, Parteibuch jeder hattest. kann Ja. also aus eigener Beobachtungen hier Kamera nehmen und einfach nur Also, losdrehen. nee, das ist das nicht ganz. Also, man muss als Journalist gearbeitet haben. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Okay, weil ich habe jetzt wieder einen Anruf gerade bekommen, das ist mein Termin. also man muss als Journalist gearbeitet haben, aber das, was man Ja. vorlaufen zeigen muss, ist kein Ausweis, sondern Proben. Also das heißt, ein Internetlink. Artikel. Und wenn du in Perm in der Lokalzeitung gearbeitet hast und dein Spezialgebiet Bienenzucht war, im kurzen sibirischen Winter, dann ist das egal. Ja, also das ist nur, dass wir sehen, da ist jemand, damit ich keine U-Boote abwehren muss, die da reinkommen und andere Sachen vorhaben. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall auch an die Zuschauer fürs Zuschauen. Ich habe das jetzt irgendwie so abgehakt, das Gespräch. Dirk, nochmal vielen Dank an dich und ich erwarte dich in Moskau demnächst.
Ich weiß, dass du wegen den Pralinen natürlich kommst. Das nehme ich dir nicht übel. Die sind auch ziemlich cool. Und Wegen wem? wegen den Pralinen, Putin-Pralinen. Ach so. Ja. Okay. Und ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, bleibt frei dabei.